Einen recht schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf Sie im Namen der Grünen Wirtschaft Salzburg sehr herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Josef Scheinerst, ich bin der Landessprecher der Grünen Wirtschaft. Uns gibt es seit 13 Jahren. 13 Jahre Grüne Wirtschaft heißt, nanu, geht's wieder? 13 Jahre Grüne Wirtschaft heißt 13 Jahre ein wenig Nachhaltigkeit, ein wenig Ökologie, ein wenig Paradigmenwechsel in die Wirtschaftskammer zu bringen. Dafür gibt es uns, dafür haben wir uns gegründet, dafür sind wir in die Wirtschaftskammer gegangen. Wir sind eine wahlwerbende Gruppe in der Wirtschaftskammer. Wir versuchen, dem herkömmlichen Wirtschaftsmodell des Wachstums, des Mehr, des Größer, Weiter, sozusagen der olympischen Idee, höher, schneller, weiter, die Idee des, ja, vielleicht sagen wir, das Genug entgegenzustellen. Es ist genug, wie sehr wir den Planeten ausbeuten, es ist genug, wie sehr wir unsere Welt schädigen durch das, wie wir tun, durch das, was wir tun und wie intensiv wir es tun. Die planetengerechte und enkelgerechte und ressourcenschonende Form des Wirtschaftens, das ist das, warum es uns gibt und das ist das, was wir immer mehr in den Mainstream hineinbringen möchten. Was uns sehr gut gefallen hat, wie der Christian Felber vor ein paar Jahren mit der Gemeinwohlökonomie begonnen hat, wieder jemanden, der, mit dem wir gemeinsam diese Fragen diskutieren können, wieder jemand, der auch gern möchte, dass das herkömmliche Wirtschaften ein bisschen in Frage gestellt wird und dass man jenseits dessen die Idee vom Genug einbringen. Nie ist zu wenig, was genügt. Das war vor ein paar Wochen eine Veranstaltung in Goldeck, war großartig. Nachdenken darüber, was brauchen wir denn eigentlich, was muss denn sein und womit geht es uns gut. Es gibt so viele Formen des Wohlstands, die jenseits des Materiellen sind. Ja, Beziehungswohlstand, Zeitwohlstand. Darauf müssen wir hinarbeiten, einen Paradigmenwechsel, wo das, was wir tun und wie wir es tun, fair verteilt wird und planetengerecht und enkelgerecht passiert. Ich freue mich heute auf diese Diskussion. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Ich freue mich, dass der Christian Felber, der Michael Hörl heute da sind und übergebe jetzt das Wort an die Eva Schmidhuber, die die Moderation machen wird. Dankeschön. Guten Abend, meine Damen und Herren. Leider besitzt die Wirtschaftskammer nur zwei Headsets, deswegen muss ich mir hier mit diesem Funkmikro am Stativ behelfen. Ja, kann man das lauter stellen? Vielleicht kann man es. Das wäre sicher nicht schlecht. Sonst muss ich es in die Hand nehmen. Geht so. Dankeschön. In der Gemeinwohlökonomie soll mit Instrumenten aus der Mottenkiste der Geschichte ein öko-autoritäres Regime aufgebaut werden, das zu Kapitalflucht, Massenauswanderung und Verarmung führt, sagt Michael Hörl. Die Gemeinwohlökonomie ist eine Form der Marktwirtschaft, in der statt Gewinnstreben und Konkurrenz das Wohl der Allgemeinheit und Kooperation gefördert werden, unter demokratischen Bedingungen, sagt Christian Felber. In diesem Spannungsfeld wird sich die Diskussion heute Abend bewegen. Ich darf Ihnen die beiden Herren zum Anfang kurz vorstellen, damit Sie auch wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben. Christian Felber ist 1972 in Matze geboren worden. Er studierte in Wien und Madrid Spanisch, Politikwissenschaft, Psychologie und Soziologie. Er ist nicht nur freier Publizist und Autor, sondern auch zeitgenössischer Tänzer und seit 2008 auch Lektor an der Wiener Wirtschaftsuniversität. Christian Felber war im Jahr 2000 Mitbegründer von Attac Österreich
und ist dort immer noch als Sprecher aktiv. In den letzten 15 Jahren hat er zahlreiche Bücher herausgebracht. Einige sehen wir hier. Das bekannteste und meistverkaufte ist dieses hier: Gemeinwohlökonomie, das Wirtschaftsmodell der Zukunft. Das ist die Originalausgabe aus dem Jahr 2010. Es gibt mittlerweile eben diese überarbeitete Neuauflage aus 2012. Und das Buch ist mittlerweile auch in zahlreichen, also in drei Übersetzungen erschienen: Italienisch, Spanisch und Französisch. Herzlich willkommen, Christian Felber. Schönen guten Abend. Michael Hörl wurde 1969 in St. Pölten geboren. Er wuchs in Salzburg auf und hat dann ebenfalls in Wien Betriebswirtschaftslehre studiert. Er jobbte in Deutschland, in den USA und in Südafrika und war anschließend bei einem österreichischen Handelskonzern tätig. Nach dem Studium der Wirtschaftspädagogik ist er seit 1998 Lehrer für wirtschaftliche Fächer an der Tourismusschule in Klessheim. 2011 hat Michael Hörl sein erstes Buch herausgebracht, nämlich Die Finanzkrise und die Gier der kleinen Leute. 2012 folgte dann Die Gemeinwohlfalle, wie man mit Halb- und Unwahrheiten eine Gesellschaft aufwiegelt. Herzlich willkommen, Michael Hörl. Danke. Christian Felber und Michael Hörl treffen sich hier und heute zum ersten Mal persönlich. Es gibt allerdings eine Vorgeschichte der Auseinandersetzung zwischen den beiden. Diese wurde allerdings bis jetzt nicht direkt, sondern eben über die Bücher, über Medien, über öffentliche Briefe und schriftliche Stellungnahmen geführt. Nicht immer auf ganz sachlicher Ebene. Wir haben uns deshalb für dieses erste persönliche Gespräch heute Abend auf eine Vorgangsweise geeinigt, die ich Ihnen jetzt kurz vorstellen möchte, damit Sie wissen, was Sie hier heute Abend erwartet. Da die Kritik von Michael Hörl auf seines Erachtens falschen und gefälschten Fakten von Christian Felber aufbaut, werden wir uns am Anfang dieser Faktenbasis widmen. Wir haben den Teil ganz bewusst herausgenommen, um uns dann im Hauptteil auf die Inhalte konzentrieren zu können. Da diese Zahlen und Daten mündlich oft nicht so ganz leicht zu vermitteln sind und darzustellen sind, haben die beiden für diesen ersten Teil jeweils eine kurze PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Das heißt, dieser erste Teil wird ein bisschen Vortragscharakter auch haben. Das wird sich dann aber ändern. Dieser Zahlen- und Faktenteil soll maximal eine halbe Stunde dauern. Im zweiten und, wie ich finde, wichtigsten Teil des Abends geht es dann um die inhaltliche Auseinandersetzung über die Gemeinwohlökonomie als Wirtschaftsmodell. Im dritten Teil werden wir dann auf Wunsch von Herrn Felber über Vorgangsweisen und Kommunikationsstil sprechen. Er sieht sich einer Negativkampagne durch Herrn Hörl ausgesetzt und fühlt sich durch Begriffe wie Lüge und Verhetzung auch persönlich diffamiert. Aufhetzung. Aufhetzung. Ein wichtiger Unterschied. Auch das soll thematisiert werden heute Abend, aber eben getrennt auch vom inhaltlichen Teil dann im dritten Teil des Abends. Im letzten Teil sind dann Sie am Wort, meine Damen und Herren, und können die Fragen an die beiden stellen, die im Laufe der Diskussion offen geblieben sind. Das Ende der Veranstaltung ist für 9:30 geplant. Wir sind jetzt schon ein wenig im Verzug. Mal sehen, ob wir das schaffen, aber allzu viel länger auf keinen Fall. Gut, beginnen wir also mit dem Streit um die Fakten. Herr Hörl, schon im Titel Ihres Buches werfen Sie Christian Felber und auch anderen vor, Halb- und Unwahrheiten zu verbreiten und damit die Gesellschaft aufzuwiegeln. An anderer Stelle bezeichnen Sie selbst Ihr Buch als eine Ansammlung falscher Felber-Behauptungen auf 400 Seiten. Ich darf Sie nun bitten, zu Beginn einige dieser Unwahrheiten und falschen Daten, die Sie gefunden haben, hier zur Diskussion zu stellen. Bitte nicht alle, die auf den 400 Seiten stehen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass Sie beide ungefähr 10 Minuten für diesen ersten Teil verwenden. Brauchen Sie Hilfe? Sonst kann ich.
Links unten bei den, ja, passt. So. Upsala, das ist die falsche. Moment. Da ist es. Also sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Felber, sehr geehrter Frau Schmidhuber, ich bin froh, dass ich einen Platz bekommen habe. Ich freue mich, dass so viele Leute hier sind. Ich möchte als erstes, bevor ich mit den Daten und loslege, natürlich sagen, dass ich nichts gegen Herrn Felber persönlich habe, um Gottes Willen. Also ein Modell entwickelt, das gut läuft. Ich freue mich über jeden, der Erfolg hat. Was mich in der Sache stört, möchte ich aber schon sagen, an der Sache stört mich, dass mit vielen Halbwahrheiten gearbeitet wird. Es werden oft negative Teilaspekte panisch gesucht und zu einem gesamten Mosaik des Niederganges zusammengefügt, um dann aufs Ganze schließen zu können. Die Gemeinwohlfalle ist ein Buch, mit dem ich überhaupt vieles, was im Mainstream einfach bei uns nicht ganz so toll läuft, und da kommen wir sicher noch darauf zu sprechen, subsumiert habe. Und ich möchte gleich anfangen, wo es mich stößt. Oft hat man bei Felber-Büchern diese ellenlangen Schimpfkanonaden. Ganz beispielhaft, die Zunahme der internationalen Freiheiten führte dazu, dass in zahlreichen Ländern infolge der Handelsliberalisierungen die Reallöhne sinken, dass die Armut wächst, dass der Hunger weltweit zunimmt, dass wegen den Monopolrechten der Pharmakonzerne Medikamente für Millionen Menschen unerschwinglich sind, dass täglich 13.000 Menschen an Krankheiten sterben, die behandelbar wären. Dass wegen dem Freihandel viele Länder seit 1990 schrumpfen und dass die Entwicklungsländer 1.100 Milliarden Entwicklungshilfe bekommen hätten, aber 1.800 Milliarden Zinsen bezahlt hätten. Das sind alles Fakten, die einen wütend machen, die einen stinkesauer machen auf dieses System, außer man kennt die echten Fakten, die schauen nicht ganz so tragisch aus. Eine Wutmeldung ist zum Beispiel die 1.100 Milliarden Dollar Entwicklungshilfe, die gibt es tatsächlich, aber diese Zahl betrifft Länder wie Kenia, Äthiopien, Bolivien. Die 1.800 Milliarden Zinsen betrifft Länder, ich hoffe, jetzt kann man sehen. Okay. Aber die 1.800 Milliarden Zinsen, die hier angeführt werden, Maria. Ja, ich lasse in der Ansicht. Die, um die es hier geht, das sind bitte Länder wie Argentinien, Brasilien, Türkei, Bulgarien, Chile. Man müsste nur die Quelle, die der Herr Felber selber angibt, hinten auf Seite 92 selber lesen. Da steht das dann alles drinnen. Die 1.800 Milliarden Dollar Zinsen beziehen sich auf Länder, die Bulgarien bezahlt. Die Ungarn, Malaysia, die Russische Föderation, das sind alles reiche Ölländer. Die können sich die Zinsen auch leisten. Das sind aber nicht die gleichen Länder, die die Entwicklungshilfe bekommen haben. Diesen Irrtum ist auch schon der Jean Ziegler unterlegen. Polen, Venezuela, das sind reiche Ölländer. Das sind die 1.800 Milliarden Zinsen. Die 1.100 Milliarden Entwicklungshilfegelder gehen an ganz andere Länder. Wenn man die Bücher vom Herrn Felber konsumiert, ist es oft ein Szenario des Unterganges. Hier wird, jetzt geht's. Es wird behauptet, zahlreiche Entwicklungsländer würden schrumpfen. Es wird immer so ganz flapsig so dahin behauptet. Ich habe mir jetzt angeschaut, das ist von der Weltbank. Es mag Entwicklungsländer geben, die geschrumpft sind. Aber wenn wir uns das Ganze anschauen, dann schaut es folgendermaßen aus. In den 90er Jahren sind die Wachstumsraten von Ostasien und Pazifik von 7 auf über 8% angestiegen. Südasien stark angestiegen. Entwicklungsländer Europa und Zentralasien extrem stark angestiegen. Die Zuwachsraten Lateinamerika etwas angestiegen. Mittelosten, Nordafrika angestiegen. Afrika extrem stark angestiegen. Nur die entwickelten Länder hatten einen Rückgang. Also von einer Verarmung der dritten Welt oder der Entwicklungsländer kann keine Rede sein. Die Lebenserwartung ist der Indikator für Wohlstand und für Entwicklung. Wenn man immer den Leuten suggeriert, alles würde schlechter werden, eine herrschende Klasse des Nordens würde den Süden ausbeuten,
Wenn man das den Menschen dauernd suggeriert, dass alles schlechter werden würde, wie kann man sich dann erklären, dass die Lebenserwartung in den letzten 20 Jahren, vor allem in Entwicklungsländern, so stark angestiegen ist? Zum kurzen Vergleich, in Österreich ist sie in 40 Jahren um 10 Jahre angestiegen. Wenn Sie hernehmen, Asien, Entwicklungsländer in den Asien, um 6,5 Jahre angestiegen, Nordamerika, Zentralamerika angestiegen, Südamerika angestiegen, Ozeanien angestiegen. Überall steigen die Lebenserwartungen, mit Ausnahme Afrika, und das ist leider ein kleines eigenes Problem. Je liberalisierter die Weltwirtschaft, desto geringer das Wachstum. Das tut mir als Betriebswirt und als Wirtschaftspädagoge im Herzen weh, wenn man sowas lesen muss. Ein Beispiel: Indien. Indien war bis 1991 ein Land, das einen dritten Weg versucht hat, das ähnlich dem dritten Weg eines älteren Modells vom Herrn Felber geähnelt hat. Das heißt, keine Teilnahme am Welthandel, die Vergesellschaftung großer Firmen, kleine private Firmen, nur sofern sie wenig Gewinn machen, mit dem Resultat, dass 40% der weltweiten Armen in Indien gelebt haben. 1991 waren sie pleite, haben sich in einer Horuk-Aktion über Nacht den Welthandel geöffnet, haben liberalisiert, haben am Welthandel verkauft, und zum ersten Mal sind die Armen in Indien weniger geworden. 200 Millionen Menschen sind der Armut entkommen, ohne dass irgendwer ärmer werden musste. Die Chinesen haben schon 1979 umgeschwenkt zu einer eigennutzorientierten Wirtschaft. Seitdem ist der Hunger ausgerottet, die extreme Armut gibt es nicht mehr. In 30 Jahren hätten alle NGOs der Welt das nicht geschafft, was der Freihandel, was die Globalisierung in China schaffen konnte. Felber beklagt sich sehr oft, 80% der Weltbevölkerung lebt in Ländern, in denen die Ungleichheit steigt. Natürlich, Gott sei Dank. Denn früher waren 1,3 Milliarden Chinesen bettelarm, haben von 20 Dollar im Monat gelebt. Heute verdienen 600 Millionen Chinesen schon 200 Dollar oder 1000 Dollar. Natürlich steigt jetzt das Verhältnis von denen, die noch wenig verdienen, zu denen, die schon geschafft haben. Aber sollte man jetzt nur das kommunistische Ideal, dass alle gleich viel verdienen oder gleich wenig verdienen, den 600 Millionen den Aufstieg verwehren, das kann ja nicht gemeint sein. Und das Wachstum hat dort stattgefunden, wo es eine Liberalisierung gegeben hat, wo die Menschen Produkte am Markt verkaufen konnten. Oft wird bei den Felberschen Büchern schon ein bisschen gearbeitet mit Angst oder mit Vermutungen, mit Mutmaßungen. Ein klassisches Beispiel, eines von vielen, immer noch welche mitgenommen. Der Körperschaftssteuerrückgang wird mit 1 Milliarde Euro veranschlagt, weil die Körperschaftssteuer gesenkt wird. Da wird schon wieder Stimmung gemacht. Boah, die Unternehmer, denen schenkt man die Körperschaftssteuer, und die kleinen Leute, da sinken die Realeinkommen. Wenn man sich das Körperschaftssteueraufkommen der Statistik Austria anschaut, dann stimmt es auch ein bisschen. Das heißt, im Jahr 2005 gab es tatsächlich einen Rückgang, aber nicht um 1 Milliarde, wie da gemutmaßt wurde, sondern um 0,3. Allerdings ein Jahr später gab es ein Plus von 0,7, ein Jahr später ein Plus von 0,6, und in Summe haben wir 1 Milliarde mehr den Unternehmen abgeknöpft. Also so schlimm war es dann ja gar nicht, aber das lesen Sie natürlich nirgends. Also die Realeinkommen sinken, und das ist das, wogegen sich mein Buch wehrt. Die Demokratie funktioniert bei uns nicht mehr so toll. Sie können heute Sachen behaupten und es wird nicht recherchiert, es kommt keine Kritik dagegen. Wir hören täglich die Wutmeldungen der Arbeiterkammer, der Gewerkschaft, die Realeinkommen sinken, und vom Herrn Felber sieht man es in jedem Buch. Und Sie haben auch ein bisschen recht. Tatsächlich sind die Realeinkommen in den letzten 10 Jahren wirklich nicht stark gestiegen, nämlich um läppische 5%. Aber wieso? Weil die Menschen seit 40 Jahren die Partei wählen, die ihnen vor der Wahl am meisten Geld verspricht und nach der Wahl in Form von Sozialleistungen und nach der Wahl die Steuern anhebt. Das hat sich dann, nennt sich dann immer die Mallorca-Sparpakete 1979, Mallorca-Sparpakete 83 und so weiter. Aber das, was jetzt an neuen Steuerleistungen hereinkommt, wird in Sozialleistungen umgewandelt und kommt zum Realeinkommen dazu. Und das nennt man dann Haushaltseinkommen. Das stimmt, die Realeinkommen stagnieren. Aber die Haushalte haben in Österreich so viel zur Verfügung wie noch nie in der Geschichte. Und das sind die höchsten Werte in Westeuropa. Ich glaube, nur Luxemburg hat noch höhere Werte.
Die geschürte Abstiegsangst. Die geschürte Abstiegsangst ist ein Phänomen, dem wir Österreicher schutzlos ausgesetzt sind. Und diese Abstiegsangst wird immer mit der Armut geschürt. Ein Beispiel sind, ich habe das Thesenblatt, haben Sie eh mit, habe schon gesehen. Da werden aus Zeitungsschnipsel negative Detailmeldungen rausgeschnipselt, addiert und ergeben dann ein Gesamtmosaik der Depression und des Niedergangs. Und aus dem wird dann die Notwendigkeit abgeleitet, das System stürzen zu müssen. Geben wir ein Beispiel. 82% der Hilfsorganisationen melden einen Anstieg. Eine kaputte Waschmaschine ist für viele Alleinerziehende ein Problem. Nächstes Zeitungsschnipsel. Die Armut ist längst kein exklusives Randgruppenphänomen mehr. Die Metabotschaft: Sie als Mittelstand, Sie müssen Angst haben. Die Armut wartet auch auf Sie. Im Bezirk Hollerbrunn gab es mit 506 Neuansuchen für Sozialhilfe einen Rekord. Die Armutsrate stieg auf 12%, die Zahl der Working Poor ist auf 57.000 gestiegen. Man muss keine Zeitungsschnipsel aus dem Standard ausschneiden, man kann sich die Primärdaten ansehen. Und die Primärdaten sind der Europäische Armutsbericht. Und der sagt, die Working Poor sind in Österreich in den letzten 10 Jahren gesunken. Working Poor sind Menschen, die armutsgefährdet sind, obwohl sie arbeiten gehen. Entsetzlich. Aber sie sinken seit 10 Jahren kontinuierlich. Gestiegen ist gar nichts und auf 57.000 auch nicht. Die Armut steigt, das liest man nicht nur bei den Büchern vom Herrn Felber, das hört man auch im Mainstream jeden Tag, auch im ORF in Salzburg, man hört es und immer wieder und niemand sagt etwas dagegen. Die Armutsgefährdung war in den 90er Jahren bei 14%, dann 13%, jetzt ist sie 12%. Ich bin kein Statistiker, meiner Meinung nach ist es ein sinkender Tendenz. Was heißt armutsgefährdet? Bei den 12% haben sie auch Leute dabei, die 2 Monate lang arbeitslos waren und da kurz runtergetaucht sind. Länger als ein Jahr armutsgefährdet sind in Österreich 6%. 94% sind es nicht. Wenn man so manche Bücher im Mainstream liest, glaubt man, es ist umgekehrt. Und selbst auf die 6% kommen sie nur dann, wenn sie vierköpfige Familien mit einrechnen, die weniger als 2.200 Euro Haushaltseinkommen haben zum Ausgeben. Aber ich sage Ihnen, eine Familie, die in einer Wiener Gemeindewohnung wohnt und 2.200 Euro ausgeben kann, netto im Monat, ist nicht armutsgefährdet. Die muss vielleicht sparen, wenn sie in Türkei Urlaub gebucht haben. Aber was wären dann wir vor 20 Jahren gewesen? Manchmal steht einfach, bitte verzeihen Sie, aber einfach Humbug drinnen. Wie wenig die kapitalistische Marktwirtschaft in der Lage ist, die Grundbedürfnisse der Menschen zu befriedigen und damit die Menschenwürde zu bewahren, beweist die Explosion der Hungerzahlen. Haben Mitte der 90er Jahre noch weniger als 850 Millionen Menschen gehungert, waren es 2010 schon 1 Milliarde. Ich kann dem nur die offiziellen Zahlen entgegenstellen. Das ist die FAO, eine Unterorganisation der UNO, die befasst sich mit der Versorgung, mit der Ernährung der Menschen. Schauen wir uns die 3 Behauptungen an. Und zwar, die Armut wäre so stark, oder der Hunger nimmt seit 1995 wieder zu. Okay, Hunger. Hunger ist hier. Der Hunger war 1990 23%, 19, 18, 16, 14,9%. Meiner Meinung nach keine steigende Tendenz. Die Armut nimmt zu. Okay, grünes Armut. 47%, 43, 36, 26, 22. Und wissen Sie, was das Tolle ist? Die UNO hat als Ziel gesetzt, das hier, aber wir haben die Armut weltweit schneller bekämpft und stärker bekämpft, als selbst die UNO es geglaubt hätte. Und das für mich die wichtigste Kennzahl ist die Kindersterblichkeit. Kinder unter 5 Jahren, die Sterblichkeit ist von 9,5, 8, 7, 6 auf 6% gesunken. Die Tagesschau vermeldet, die Kindersterblichkeit hat sich seit 1990 fast halbiert. Und der Hunger ist dort gesunken, wo wir diese kapitalistische Marktwirtschaft gehabt haben. Ich sage nicht, dass alles dort gut ist. Ich sage auch nicht, dass der Rohstoffverbrauch, der damit verbunden ist, so unkritisch gesehen werden sollte. Aber als Wohlstandsmotor ist sie unschlagbar. Die Salzburger Nachrichten toppten, extreme Armut hat sich halbiert. Jetzt komme ich schon ins Finale. Die UNO hat, die Vereinten Nationen haben die Entwicklungsziele bis 2020 definiert. Sie sehen hier die Menschen, die von $1,25 am Tag auskommen müssen. Hellblau ist 1990, dunkelblau ist 2008. Also das hätte man in der Gemeinwohlökonomie schon kennen können, diese Statistik.
Afrika südlich der Sahara 56% gesunken auf 47%. Südasien gesunken von 51% auf 34%. Gesunken, gesunken, gesunken. China von 60% auf 13%. Lateinamerika von 13% auf 6%. Wir haben es halbiert. Westasien halbiert. Nordafrika halbiert. Wenn Sie den Entwicklungsbericht der UNO sehen, ohne dass da jetzt irgendein Auto herumgebastelt hätte, dann steht in ganz großen Lettern, die Armut sinkt schneller als erwartet, TPC ist endlich eingedämmt, Grundschule, wir haben zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit Parität bei Kindern, bei Buben und Mädchen, die Kindersterblichkeit ist halbiert und von 1990 bis 2010 haben 2 Milliarden Menschen Zugang zu besserem Wasser. In den Büchern von Herrn Felber liest man, dass der Zugang der Menschen zum Wasser sich verschlechtert hat. Die UNO sieht es anders. Und jetzt kommt die letzte Folie, dann haben Sie das Zahlgewitter, den ersten Dusch überstanden. Das ist meine liebste Folie eigentlich, weil es für das steht, was in den letzten 10 bis 20 Jahren Fantastisches auf dieser Welt auch geschehen ist. Man darf nicht nur immer das Negative sehen und die Depression und den Niedergang. Und ein Beispiel ist die Verbesserung in den Slums. Bessere Lebensbedingungen für 200 Millionen Slumbewohner. Zielvorgabe übertroffen, wie fast alle Ziele der UNO übertroffen worden sind in den letzten 5 Jahren. Der Anteil der in Slums lebenden Stadtbewohner fiel in den Entwicklungsregionen zwischen 2000 und 2012 von 39 auf 33%. Mehr als 200 Millionen Menschen haben jetzt Zugang zu verbesserten Wasserquellen, verbesserten sanitären Einrichtungen, haben eine bessere Unterkunft. Damit ist das Ziel, die Lebensbedingungen von mindestens 100 Millionen Menschen zu verbessern, deutlich vor Ende des Planungshorizonts erreicht worden. Ich sage nicht, dass in unserer Welt alles toll ist und dass wir nicht diskutieren müssen, aber den Menschen dauernd das Gefühl zu geben, eine kleine Klasse Reicher und Millionäre richtet sich auf Kosten einer hungernden Mehrheit, das ist eine ganz, ganz gefährliche Sache. Eine gefährliche Sache deshalb, weil wir diesen Vorwürfen tagtäglich ausgesetzt sind. Aber da kommen wir vielleicht später und ich möchte jetzt meinem Co-Redner Herrn Felber das Wort erteilen. Danke. Herr Felber, ich nehme an, Sie sind der Meinung, dass Ihre Fakten sehr wohl stimmen und bitte Sie jetzt gewissermaßen den Gegenbeweis hier anzutreten. Genau. Aber ich schlüpfe sehr gerne in die Rolle des Co-Redners, muss aber noch eine halbe Minute mehr nehmen, um aus meiner Depression herauszukommen. So. Ja. Also, eingangs möchte ich mich noch einmal bedanken bei der Veranstalterin der Grünen Wirtschaft, dass sie dieses Begegnungsgespräch, so war das zumindest mein Verständnis, ermöglicht hat und möchte an dieser Stelle noch hinzufügen, dass ich wirklich mich sehr, sehr bemüht habe, den Wirtschaftsbund als Mitveranstalter zu gewinnen, aber es wurde leider abgelehnt. Also aus meiner Perspektive hätte das eine breitere Veranstalterinnenschaft haben sollen. Das wurde leider abgelehnt und das Gute daran ist, dass diese Veranstaltung, wenn der Wirtschaftsbund mitveranstaltet hätte, tatsächlich heillos aus allen Nahten geplatzt wäre. Möchte nachfragen, ist jetzt hinten jemand, der oder die noch einen Sitzplatz dringend benötigt, weil ich glaube, ist der noch frei? Weil wenn jemand unfreiwillig steht, wäre hier noch ein Sitzplatz frei. Das ist ein Angebot. Gut, ja, damit zu meinem ersten Teil. Ich werde mich auf 4 Beispiele beschränken. Es sind, glaube ich, alle 4 Beispiele, die ich bringen werde, auch jetzt von Michael Hörl genannt worden. Das trifft sich gut, aber ich werde eine geringere Faktendichte hier zeigen. Ich möchte am Anfang noch etwas sagen, was mir wichtig ist. Die Gemeinwohlökonomiebewegung und Christian Felber, das sind 2 Paar Schuhe. Wohl habe ich sie initiiert und den Anstoß gegeben, aber mittlerweile engagieren sich da mehr als 1000 Menschen in mehr als 10 Staaten sehr, sehr beherzt und engagiert. Und ich lade Sie ein, diese Bewegung kennenzulernen, zum Beispiel indem Sie auf der Website auf Bewegung klicken und dann sehen, wer sich hier alle schon engagiert. Hier sehen Sie dann zum Beispiel die AkteurInnenkreise, das sind so verschiedenste Betätigungsfelder innerhalb der Gemeinwohlökonomie. Und wenn man nur ein Beispiel herausklickt, die BotschafterInnen, dann sind das zum Teil renommierte Unternehmer oder Unternehmerinnen, die
sich öffentlich für die Gemeinwohlökonomie einsetzen. Hier ist ein Nichtunternehmer dabei, das ist der Konstantin Wecker. Der ist jetzt von sich aus zu uns gestoßen in den letzten, Tagen. Und den haben wir sozusagen nicht angefragt, sondern wir haben aus den Medien erfahren, dass er die Bewegung unterstützt und insbesondere die beiden Schlusssätze. Da fühle ich mich wirklich erkannt und verstanden, was die Gemeinwohlökonomiebewegung ist und was sie will. Und das sage ich bewusst eingangs, damit Sie sehen, dass, ja, den wollte ich auch noch bringen, genau, weil das ist immerhin der Stifter des alternativen Nobelpreises. Und sowohl ein Konstantin Wecker als auch ein Jakob von Uexküll, bevor die irgendetwas unterstützen, weil die werden ja täglich 5-mal angefragt, wollen sie das nicht unterstützen, wollen sie nicht öffentlich eintreten, überlegen sie sich das sehr genau und schauen sie sich das gründlich und reiflich an und erst dann treffen sie eine Entscheidung. Und das, würde ich sagen, ist die typische Reaktion und das hier ist die untypische Reaktion. Ich bin, um es mit Understatement zu sagen, ich bin überrascht, welche Art von Reaktion hier der Michael Hörl zeigt. Ich freue mich immer auf inhaltliche Differenzen, weil daran kann man gemeinsam wachsen. Dann kann man sagen, schau mal, was hast denn du da für Daten? Ich habe da ganz andere, so wie im Puzzlespiel oder wie im Briefmarkentausch, und vielleicht findet man da was Neues. Aber das ist sozusagen die Sachebene und das ist nicht die Sachebene. Das ist das Ziel. Und diese Vorwürfe sind nicht leicht, die sind sehr schwerwiegend. Die sind sehr, sehr schwerwiegend. Und ich möchte anhand von 4 Beispielen nun die Vorwürfe auf ihren sachlichen Gehalt überprüfen. Das erste Beispiel, das Wirtschaftswachstum, das hat auch der Michael Hörl gebracht. Das heißt, wir kennen nun bereits dieses Beispiel des Wirtschaftswachstums. Das habe ich gebracht in dem schon angesprochenen Vortrag an der Fachhochschule Klessheim im März 2008, wo der Michael Hörl auch unterrichtet. Ich bin von seinen Kollegen eingeladen worden, dort einen Vortrag zu halten. Und wenn ich einen Standard-Globalisierungsvortrag halte, dann mache ich das auf Basis dieses Buches, 50 Vorschläge für eine gerechtere Welt, aus dem der Michael Hörl auch immer wieder zitiert. Das heißt, er hat es offenbar gelesen. Und ich bringe aus diesem Buch diese Folie, die, ich würde sagen, die Folie des Anstoßes ist für den Michael Hörl, wo ich zeige, dass das Wirtschaftswachstum in der gesamten Welt pro Kopf von Jahrzehnt zu Jahrzehnt langsamer geworden ist. Und ich zitiere auch einen Kommentar dieser Quelle, nämlich der ILO, der Internationalen Arbeitsorganisation, dass das doch nicht dem entspricht, was uns so im medialen Mainstream über die Globalisierung erzählt wird, nämlich dass das Wachstum durch die Globalisierung höher wird und dass der Wohlstand steigt und dass die Armut sinkt. Ich zitiere das, wie gesagt, das ist nicht meine Meinung, sondern ich zitiere auch die Quelle und die Quelle kann man nachlesen im Buch auf Seite 173, das wird jetzt immer größer. Hier ist sozusagen die Quelle für diese Folie. Das Wachstum der Weltwirtschaft pro Kopf und durchschnittlich wird tatsächlich langsamer. Langsamer ist meine Bewertung dieser Zahlen. Nun schreibt Michael Hörl sein Buch als Antwort auf meine Bücher und meinen Vortrag und kommentiert wörtlich mich. Ihretwegen, der Globalisierung wegen, gäbe es kein Wirtschaftswachstum mehr. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass das Wirtschaftswachstum langsamer wird. Und Michael Hörl schreibt in seinem Buch, die Finanzkrise und die Gier der kleinen Leute, diese Zahlen seien frei erfunden. Das ist eine sehr schwerwiegende Unterstellung, dass man einem Eigenlob stinkt, einem renommierten Autor vorwirft, er würde Zahlen frei erfinden. Das ist, ich glaube, es ist sogar ein Straftatbestand. Und ich würde, ja, dann möchte ich noch zeigen, wie der Michael Hörl das in seinem Buch grafisch anschaulich zu machen versucht, nämlich links, das ist das, was angeblich Felber-Attack, sehen Sie hier, frei erfindet, pardon, nämlich ein nicht durchschnittliches, sondern jährliches Wachstum von 1,1% in den 1990er Jahren und dann hört es überhaupt auf, aber das hört halt auf, müsste man halt nachfragen, warum das hier aufhört. Und Michael Hörl steht gegenüber, ich habe das nicht überprüft, aber ich denke, diese gegenübergestellten Zahlen sind korrekt, nämlich nicht das Pro-Kopf-Wachstum, sondern das nominelle, reale Wirtschaftswachstum aus den Quellen EU und IFO.
Ja, aber damit haben wir schon zwei verschiedene Vergleichsgrößen und damit kann man Äpfel und Birnen schon nicht vergleichen, weil das Pro-Kopf-Wachstum und das reale nominelle Wachstum, das sind zwei verschiedene Größen. Und aus meiner Sicht wäre ein redlicher Zugang, dass man in meinem Buch die Quelle anschaut, weil Michael Hörder hat geschrieben, ich hätte das frei erfunden, aber die Quelle ist ja angegeben im Buch. Hier ist die Quelle. Und wenn man sich die Mühe macht, die Quelle auch nachzuforschen, dann findet man ILO, aha, genau gleich wie es auf der Folie steht, 2004, darum sind die Zahlen nur bis Ende der 1990er Jahre, eine faire Globalisierung, Chancen für alle, das ist eine Weltkommission für die soziale Dimension der Globalisierung. Die findet man im Netz, die ist nicht schwer aufzutreiben und auf der angegebenen Seite 39 dieser Studie, die von 19 wirklich sehr, sehr renommiert, weil die ILO, das ist eine Organisation, die sich aus den ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen-Organisationen zusammensetzt. Das heißt, die publizieren nur etwas, was wirklich totaler sozialpartnerschaftlicher Konsens ist. Das ist keine linke Organisation, um einen Vorausgriff zu machen. Und deshalb sind die Autorinnen und Autoren in dieser Studie auch von höchstem globalen Renommee. Sie sehen hier als Beispiele Joseph Stiglitz oder Ernst Ulrich von Weizsäcker. Und wenn wir uns die Mühe machen und wirklich auf die Seite 39 dieser zitierten Studie gehen, dann sehen wir hier sogar die Grafik zu meinen zitierten Zahlen. Also ich beiß mich fast ein bisschen in den Hintern, dass ich in mein Buch oder in meinen Vortrag nicht diese schöne Grafik übernommen habe. Also das habe ich wirklich gelernt. Das wäre klüger gewesen. Aber hier geht es ja nicht darum, dass wir beurteilen, ob Schrift oder Bilder schöner sind, sondern hier wollen wir beurteilen, ob diese Zahlen frei erfunden sind oder nicht. Und Sie sehen, das hier ist das durchschnittliche Pro-Kopf-Wachstum der gesamten Weltwirtschaft ohne Ausnahmen und es ist tatsächlich im Laufe der 1990er Jahre nur noch, das ist hier bei 1,1% durchschnittlich, weiter geht die Studie nicht. Also ich weiß nicht, was ich hier noch sagen soll und gehe deshalb zum zweiten Beispiel. Das Buch setzt dann fort mit diesem Zitat, das ist jetzt aus wiederum Michael Hörls Buch. Und immer wieder, nein, ich mache es sachlich, und immer wieder salven gegen seine Lieblingssündenböcke die Manager. Wenn Sie die Presseaussendungen von Attac lesen oder wenn Sie meine öffentliche Stellungnahme verfolgen, dann versuchen wir bei jeder Gelegenheit zu betonen, dass unsere Stellungnahmen, unsere Vorschläge sich nicht gegen Personen richten, sondern gegen Strukturen. Das ist uns ganz wichtig, dass es eben nicht zum Aufbau von Feindbildern kommt. Aber das wird hier durch diesen Text unterstellt. Ja, um wie viel denn ein österreichischer Manager mehr als seine Arbeiter Schluck verdienen würde? Unsere Schüler sind betriebswirtschaftlich gut gebildet und so schätzten sie, es geht noch immer um meinen Vortrag an der Fachhochschule Gleisheim, das Dreifache, das Fünffache. Weil sie betriebswirtschaftlich gut gebildet sind, schätzen sie offenbar korrekt. Angeblich, Hörl zitiert mich, hätte ich gerufen, falsch! Und da kam der so richtig schön in Fahrt. Der bin ich. Und ich hätte angeblich gesagt, der österreichische Manager verdient das Tausendfache seines Arbeiters. Die Quelle fehlt. Ich habe das nie gesagt und ich würde so etwas nie sagen. Ich habe selbst nachgeschlagen in meinen 50 Vorschlägen, was ich denn wirklich sage. Das habe ich wirklich gesagt. Ich habe über die US-Manager geschrieben und da steht, dass es früher das 40-fache, heute das 500-fache war im Durchschnitt der Großunternehmen. Und dann habe ich den Fall Andreas Dreichler aus Österreich mit dem 400-fachen dort beschrieben. Aber das 1000-fache wird man nicht finden. Ich möchte aber hier einen Schritt vorwärts machen und diese Folie zeigen, weil diese Folie gehört zu meinem Standard-Foliensatz bei fast allen Vorträgen. Und hier zeige ich nicht das Verhältnis des durchschnittlichen Managergehaltes zum Gehalt der durchschnittlichen Mitarbeiterin seines Unternehmens, sondern Maximum und Minimum. Das ist eine ganz wichtige Grundlage für ein interaktives Spiel mit dem Publikum. Und auf dieser Folie steht der Faktor 800. Und für diesen Faktor 800, deutlich über dem 500 oder 400-fachen, möchte ich den Wahrheitsbeweis antreten. Das höchste mir bekannte unselbstständigen Einkommen in Österreich ist das von Siegfried Wolf. Er hat mehrere Jahre hintereinander 7, 8, 9, 10 und 11 Millionen Euro verdient. Die Quelle habe ich angegeben, der ORF. Ich vermute, dass es dadurch korrekt ist. Und das niedrigste mir bekannte Bruttojahreseinkommen habe ich entnommen aus dem Allgemeinen Einkommensbericht des Rechnungshofes. Also das sind nicht Zahlen, die ich frei erfinde. 9.500 Euro Bruttojahreseinkommen. Wenn wir das dividieren, 11 Millionen durch 9.500, kommen wir auf den Faktor 1.158.
Fazit, ich übertreibe nicht, ich untertreibe in meinen Vorträgen. Und wer mich verstehen will, versteht mich auch sehr gut. Zum Beispiel das Format, das ist, glaube ich, auch keine linksextreme Vorfeldpostille. Und das Format hat mich interviewt. Wie groß sind denn die Unterschiede, Herr Felber, in Österreich und anderswo? Und der Herr Felber hat sich klar ausgedrückt und er hat gesagt, der Unterschied zwischen dem Mindest- und dem Maximaleinkommen ist in Österreich beim Faktor 1000 und das Format hat das korrekt zitiert. Fazit, wenn man mich verstehen will, dann kann man mich auch sehr unmissverständlich verstehen. Drittes Beispiel schon, wir sind beim Welthunger. Das war jetzt auch ein wichtiges Beispiel und das finde ich jetzt da wissenschaftlich am erhellendsten. Ja? Weil hier muss ich in zwei Details dem Michael Hörl recht geben. Und wir beginnen aber bei dem, was er mir zuschreibt, dass ich gesagt hätte, nämlich wegen kapitalistischer Marktwirtschaft stiegen Hungerzahlen von 850 Millionen auf 1 Milliarde. Die Zahlen sind korrekt zitiert, das Zitat werden Sie nirgendwo finden, das ist mir zugeschoben, aber ich habe das so nicht geschrieben und nicht gesagt. Sie finden das in der Presseaussendung, die der Michael Hörl für heute Abend an sämtliche Salzburger Medien ausgesandt hat. Er bewertet das auch, wie bei Felber häufig, nicht zitiert oder schlampig zitiert. Hier muss ich ihm erstmals recht geben. Ich habe in der Erstausgabe der Gemeinwohlökonomie das tatsächlich nicht zitiert. Warum? Weil bei meinem damaligen Eindruck ist das in allen Medien so grell gestanden, über 1 Milliarde Hungernden in der Zeit, im Spiegel, in der Welt. Sie brauchen es nur im Internet recherchieren. Es kommen Ihnen viele, viele Quellen, wo das steht. Darum hatte ich damals, aber ich lerne ja auch dazu, habe ich es nicht zitiert, aber in der Neuausgabe der Gemeinwohlökonomie, ich lerne wirklich dazu und ich werde wirklich genauer, habe ich dann die, aha, das ist jetzt die der Kreis um die Quellenangabe, habe ich sehr wohl zitiert. Das heißt, Herr Hörl, wenn Sie auch die Neuausgabe lesen, dann finden Sie die Fußnote. Die Quelle ist die Welternährungs- und Landwirtschaftsorganisation. Und wenn Sie dem angegebenen Link, also der angegebenen Quelle folgen, dann finden Sie, dass tatsächlich die Zahl 1,23 Milliarden hungernde Menschen stimmt. Nämlich so stimmt, dass die Quelle diese Zahl tatsächlich von der Welternährungsorganisation ausgegeben wurde. Jetzt möchte ich sozusagen meinen zweiten kleinen Schritt auf den Herrn Hörl zugehen und Verständnis dafür zeigen, dass er zu anderen Zahlen kommen konnte. Deshalb, weil es im Vorjahr 2012 zu einem Wechsel bei der Messmethode in der Welternährungsorganisation gekommen ist. Das habe ich jetzt eigens recherchiert. Und die Welternährungsorganisation sagt, Sie sehen hier die grüne Linie, das sind die Zahlen in der Messmethode von 2011 und die wurde jetzt geändert 2012 und das ist die rote Linie. Die rote Linie ist die, die der Herr Hörl zitiert, sie ist korrekt zitiert und die grüne Linie ist die, die ich zitiert habe, ist auch korrekt zitiert. Das heißt, ich habe korrekt zitiert, darum geht es ja und das wäre auch leicht herauszufinden gewesen, wenn jetzt in diesem Fall der Herr Hörl den gesamten Bericht der Ernährungsorganisation gelesen hätte. Und hier kommt es tatsächlich zu genau den Zahlen, die ich zitiert habe, nämlich 770 Millionen Hungernde und ein kontinuierlicher Anstieg der absoluten Hungerzahlen seit Mitte der 90er Jahre, während hingegen durch die neuere Messung kommt es tendenziell zu einem Absinken auch der absoluten und nicht nur der relativen Zahlen. Also das stelle ich gar nicht in Abrede, dass der Anteil der Menschheit, die hungert, kontinuierlich abnimmt. Ich finde es aber eine bemerkenswerte Trendwende, das war sozusagen der Stein des Anstoßes für mich, nachdem auch die absoluten Hungerzahlen gesunken sind, steigen sie seit ausgerechnet dem Inkrafttreten der Welthandelsorganisation WTO wieder an. Und wissenschaftlich interessant, wer es jetzt genau wissen will, in den letzten 5 Jahren steigt die Zahl der Hungernden nicht nur absolut, sondern auch anteilsmäßig, also wirklich die prozentuellen Hungerzahlen sowohl in den 48 ärmsten Ländern, die ja angeblich am meisten profitieren sollten von der Globalisierung, als auch in den 30 reichsten Ländern. Wir haben einen prozentuellen Anstieg in 80 Staaten, nicht nur in absoluten Zahlen, sondern auch in relativen Anzahlen der Gesamtbevölkerung. Das war jetzt aus meiner Sicht der Versuch, einen Beitrag zu leisten zur wissenschaftlichen Genauigkeit und Erkenntnisgewinn für alle. Das letzte Beispiel. Herr Felber, ich muss Sie wirklich bitten, zum Ende zu kommen. Sie sind letzten. Schon über die 15 Minuten drüber. Ja, dann mache ich mein letztes Beispiel zügig. Herr Hörl zitiert mich nämlich jetzt da im
im neuen Buch in der Gemeinwohlfalle, das ist die erste Zahl, wo er mich zitiert und interpretiert, das kennen wir schon, das muss ich nicht wiederholen. Und die Bewertung ist, es ist ein Stilmittel Felbers, willkürlich herausgepickte Einzelergebnis meist links stehender Organisationen wie die FAO so aneinander zu reihen, dass sie in ihrer Gesamtheit bedrohlich wirken. Das haben wir eh gehört, das muss ich jetzt gar nicht zitieren. Und jetzt ist mir aber sehr wichtig, noch zur Vorgangsweise zu zeigen, wo denn das tatsächlich steht. Weil dieses Zitat, das ich angeblich willkürlich herauspicke und in aufwieglerischer Weise verwende, das werden Sie in wie vielen meiner Bücher finden? In keinem. Ich habe dieses Zitat überhaupt nicht verwendet in meinen Büchern. Sie finden es hier auf meiner Website in der Schatzkiste, nämlich in den aktuellen Daten und Fakten zur Globalisierung. Und das hier ist ein, ja, das sieht man jetzt leider im Microsoft-Browser nicht, ein 26-seitiges Dokument. Und diesem 26-seitigen Dokument kommentiere ich überhaupt nicht, sondern ich stelle einfach Zahlen zusammen. Sie sehen die Quellen, das sind die links stehenden Organisationen, auf die ich mich da beziehe. Auch hier, also wirklich sauberst und genauestens alles. Und ich habe das eigentlich nur für meinen internen Gebrauch zusammengestellt, aber dadurch, dass mir immer wieder in öffentlichen Diskussionen vorgeworfen wurde, das ist ja frei erfunden und das sind ja völlige aus der Luft gegriffene Behauptungen, habe ich mich bemüßigt gefühlt, eben diese Quellen ganz genau anzugeben. Und auf Seite 19, glaube ich, habe ich sie in Erinnerung, kommt dann endlich auch das Zitat, was der Herr Hörl gefunden hat, was er mir unterstellt, dass ich willkürlich herausgepickt habe. Ich habe es gleich. Österreich Vermögen, also das kann ich wirklich empfehlen, sich das mal anzuschauen. Männer, Frauen und jetzt haben wir es, glaube ich, genau, Armut und Soziales. Und hier kommt jetzt da tatsächlich... Wir haben es gefunden. Hier ist dieses Zitat. Ja. Und Sie erinnern sich, willkürlich herausgepickt, um dann etwas damit manipulativ zu machen. Ich habe das gar nicht vorhin in meiner Sammlung, aber um es abzukürzen, wenn Hollabrunn nicht repräsentativ ist für ganz Österreich, hätte es ausgereicht, drei Zeilen weiterzulesen und hier die Zahlen für ganz Österreich zu sehen. Ja. Und dieser Trend, der ist sogar noch repräsentativer als in der angeblich herausgepickten Zahl, weil hier ist sogar der Vergleich mit 10 Jahren zuvor. Also in den 10 Jahren hat sich die Sozialhilfe verdoppelt. Für viele, die das jetzt nicht wissen, das ist noch ganz wichtig zu ergänzen, es gibt hier einen öffentlichen Faktenstreit zwischen der Wirtschaftskammer, und wem noch? Zum Beispiel den Armutsorganisationen, der Caritas Österreich. So, und in diesen öffentlichen Faktenstreit hat die Statistik Austria eingegriffen. Sie können das im Standard nachlesen. Und der fachstatistische Generaldirektor, der Konrad Pesendorfer, hat dann sozusagen als Resümee dieses Faktenstreits hat er gesagt, es ist tatsächlich zutreffend, dass die Armutszahlen steigen. Ich mache das jetzt nur in aller Kürze. Und er schließt seinen Kommentar genauso wie ich. Und wenn Sie es wirklich genau wissen wollen, dann lesen Sie bitte die Stellungnahme von der Caritas zu Michael Hörl, weil die ist wirklich spannend und damit, glaube ich, hoffe ich zeigen zu können, muss aber sozusagen jetzt noch den Abschluss machen, weil der ist entscheidend. Ich fühle mich hier wirklich ganz massiv mit unsauberen Methoden öffentlich angepatzt. Und was ist die Wirkung dessen? Die Wirkung dessen ist, dass der Michael Hörl Glauben geschenkt wird. Das ist die Wirtschaftskammer Tirol und das kann man jetzt vielleicht nicht lesen, darum lese ich es laut vor. Wirtschaftskammer Tirol hat Michael Hörl exklusiv eingeladen, seine Fakten zu präsentieren und ich zitiere aus der Einladung, aus dem Einladungstext, die Faktenbasis der sogenannten Gemeinwohlökonomen hält allerdings nur selten, was deren populistische Slogans gern versprechen. Der Betriebswirt und Wirtschaftspädagoge Michael Hörl hat in seinem Buch Die Gemeinwohlfalle genau nachgerechnet, warum nachgerechnet unter Anführungsstrichen steht, das müssen wir die Wirtschaftskammer Tirol fragen, und stellt den prominentesten Vorwürfen an Kapitalismus und Globalisierung Zahlen und Fakten gegenüber. Ja, also diese Strategie hat Erfolg. Das ist mir wichtig, dass ich das hier öffentlich aufzeige. Also wenn man jemanden mit unsauberen Mitteln anpatzt, dann kann man damit Erfolg haben. Und das ist aus meiner Sicht der spannendere Teil dieses Abends, weil über die Fakten könnte man wirklich gut, lange, interessiert und erkenntnisorientiert diskutieren. Wie zum Beispiel über dieses Faktum, das ich hoffentlich sauber recherchiert habe. Ja,
Herr Hörl, ich nehme nicht an, dass Sie jetzt anderer Meinung sind als vor den Ausführungen des Herrn Felber. Ich darf Sie aber doch um eine kurze Reaktion darauf nochmal bitten, aber bitte wirklich halbwegs kurz, ganz weil kurz. Wir sind schon weit über unsere halbe Stunde. Also schön, dass wir auch wieder mal mitmachen dürfen, Herr Felber. An den renommierten Autor ganz kurz. Die ILO ist tatsächlich, und da ging es um diese Wachstumszahlen, ich möchte das ganz kurz erläutern. Die Stimmung war so, die Grafik bei uns in Klessheim war so, die Wachstumsraten sanken und 1990er war nur mehr 1,1% und der Vortrag war 2008 und für die 2000er war gar nichts angeführt. Nun waren aber die 2000er Jahre ganz starke Wachstumszahlen und nein, das waren keine nominellen Wachstumszahlen, Herr Felber, das war natürlich reales Wachstum. Ich habe das leider jetzt zu Hause. Ich habe aus 5 Quellen zufälligerweise das auch recherchiert. Nominell und real ist Sie kein haben, Widerspruch. Das muss ich jetzt an der Sie Stelle schon dazu sagen. Sie haben aus, es gibt das Sie nominelle die Reale. Einzige, gibt das, Sie haben ja. Die einzige Quelle, die überhaupt erhältlich ist, die so geringe Wirtschaftswachstumsraten hat, zitiert. Ich habe aus 5 anderen Quellen und wer sich an die 2000er Jahre erinnern kann, mit diesem viel zu hohen Wachstum, weil es war durch die Finanzkrise aufgepusht. Wir haben ja Wachstumsraten von 4 und 5% gesehen. Man muss sagen, die ILO ist sehr wohl die am weitesten links stehende Organisation. Es tut mir leid, Sie können mit den Segeln den Wind nicht aus den Segeln nehmen. Auch der Josef Stiglitz ist ja ein Held der Globalisierungskritik und darf da regelmäßig verkünden. Aber die Daten sind ja nicht von der ILO, das habe ich leider nicht dazu gesagt, sondern die Daten kommen von der Weltbank. Das steht ja hier. Ja, die Daten kommen nicht von der ILO, sondern von der. Aber die ILO ist die einzige Organisation, die das zitieren. Und ich möchte ganz kurz dazu kann ich nichts sagen. Dann, wenn Sie, ich kann Sie ja selber einladen, wenn Sie das selber googeln, versuchen Sie die Wachstumszahlen der letzten 20 Jahre zu bekommen. Das ist die niederste Variante von allen Varianten. Ich weiß jetzt nicht, an welchem Jahreszahl das fixiert ist. Wahrscheinlich ist es inflationsbereinigt an wahrscheinlich 1995 oder 1990. Woran ist es gehängt, an welchen Parameter? Dass die nur bis 1990 Ende reichen, weil die Studie von 2004 nein. ist. Nein, Sie werden es ja an irgendeinem Parameter festgemacht haben, Sie werden es inflationsbereinigt haben, oder? Ja, genau, das ja. inflationsbereinigte welchem, Pro-Kopf-Wachstum. An welchem Jahr ist es festgemacht worden? Sie müssen ja. Das habe ich nicht recherchiert. Okay. Sollten Sie vielleicht aber, denn es gibt viele, viele andere Quellen und wer sich an die 90er und 2000er Jahre erinnern kann, das waren keine Wachstumsraten mit 0 und 1%, sondern die waren durch diese entsetzliche Finanzkrise hinaufgepusht auf 3, 4 und 5%. Zum Tausendfachen muss ich schon sagen, Sie haben bei uns gesagt, die Manager verdienen das Tausendfache. Es gibt ein Protokoll, es gibt Unterschriften und wir haben den auch lange zusammengesessen. Unterschriften? Wofür? Für mich? Leuten, die da, ich glaube, die waren eher kritisch gesehen. Na, wofür waren die Unterschriften? Ich wollte dann auch noch sagen, dass Sigrid Wolf, den Sie ganz selber typisch hervorführen. Das ist so eine zur Schaustellung dessen, was ich anprangere. Ich nehme mir einen Manager heraus, der in der Geschichte Österreichs das x-tausendfache von einem Mitarbeiter verdient hat. Derzeit bestbezahlten, das ist ja die Methode. Und Sie werden immer einen Ausreißer nach oben und nach unten finden. Ja, wenn Sie sich das maximal mit dem Minimal vergleichen möchte, muss Herr Felber zur Demokratie suchen. Gehört, damit den anderen ausreden lässt. Das ist ein Grundprinzip der Demokratie, so wie ich auch Sie ausreden lasse. In der Schweiz, wenn Sie sich in der Schweiz um einen Bauauftrag bewerben, wird der teuerste Auftrag und der billigste Auftrag gestrichen. Nur die drei in der Mitte kommen überhaupt hinein und werden beurteilt. So, wenn Sie in einem System den obersten Ausreißer herausbringen und sagen, schau, so verkommen ist das System, weil da gibt es den Wolf, dann muss ich auch sagen, es gibt den Messi, der verdient 14 Millionen und das ist das 10.000-fache von dem, was ein normaler Kicker verdient, der am Wochenende kicken geht. Ich kann immer einen herausführen und sagen, schau, so verkommen ist das System. Wenn wir es aber oft seriöser machen und uns Durchschnitte anschauen und uns die Ebenen des Managements anschauen, dann ist es so, dass die oberste Top-Management-Ebene in Österreich 140.000 Euro im Jahr verdient. Das mittlere Management irgendwas zwischen 60.000 und 80.000 und die Angestellten irgendwas bei 16.000 bis 18.000. Die Zahl von 9.500 war übrigens falsch. Aus dem Gasgewerbe, der Mindestlohn im Gasgewerbe ist 1.300 Euro. Bitte an den Rechnungshof, nicht an mich. Kommen wir auf 18.000 Euro und nicht auf 9,5. Naja, das ist der Faktor 2.
Das sollten Sie auch ein bisschen genauer recherchieren. Ich bin nicht besser als der Rechnungshof. Dann die Sozialhilfe hat sich verdoppelt, weil sie in Wien aus politischen Gründen ganz gern vergeben wird. Und der Herr Pesendorfer von der Statistik Austria ist von der SPÖ besetzt worden. Und seit die SPÖ die Statistik Austria besetzt, haben wir dort ungefähr zwischen 20 und 22 neue Armutskennzahlen, die neu erfunden wurden. Auch aus politischen Gründen, und da sprechen wir dann vielleicht noch etwas später drüber. Wenn wir von Kontrolle und von unsauberer und unlauteren Wettbewerben und Methoden sprechen, dann muss ich schon sagen, wenn jemand verfolgt sich fühlen könnte, das tue ich nicht, dann bin ich das. Wenn ich einmal einen Vortrag in Tirol halte, dann laufen im Vorhinein, das können Sie sich nicht vorstellen, laufen die Funktionäre und da wird österreichweit werden schon Briefe geschickt, sodass mich Funktionäre in Salzburg anrufen und sagen, oh Gott, wir können sie in Tirol nicht bringen, Tirol ist so arg, das geht gar nicht, die rennen schon die Türe ein. Die haben schon Angst, weil hier im Hintergrund Druck gemacht wird, Druck von Ihnen oder von Attac-Leuten. Ich kannte die Briefe schon im Vorhinein. So, schon auch ein bisschen. Herr Helder, muss ich Sie jetzt bitten, das ja, vielleicht in den dritten Teil dann zu verschieben, weil das hat jetzt mit den Fakten nichts mehr zu tun. Ja. Danke. Wir haben hier, glaube ich, grundsätzlich das Problem, wir können diese Daten hier nicht überprüfen. Ja. Das heißt, wir werden hier nicht wirklich zu Erkenntnissen kommen. Ich habe aber doch das Gefühl, wir haben einen Eindruck davon bekommen, wie die beiden Herren auch mit Daten umgehen. Und ich glaube, es hat uns auch wieder in Erinnerung gerufen, dass wir alle mit Zahlen und ihrer Interpretation vielleicht mit ein bisschen mehr Skepsis wieder umgehen sollten. Es wird jetzt allerdings höchste Zeit, dass wir uns dem Hauptteil des heutigen Abends widmen. Und das ist die inhaltliche Auseinandersetzung, also das Für und Wider zur Gemeinwohlwirtschaft, zur Gemeinwohlökonomie als Wirtschaftsmodell. Ich glaube nicht, dass alle Anwesenden die Gemeinwohlökonomie bereits kennen, auch wenn sie jetzt schon ein bisschen was vielleicht davon gehört haben, sondern auch hier sind, um sie kennenzulernen. Und ich möchte deshalb auch den Herrn Felber bitten, ganz kurz in 5 bis maximal 10 Minuten die Grundzüge zu erklären. Das ist knapp für ein ganzes Modell, aber ich denke, dass die wichtigen, interessanten Punkte im Laufe des Abends sicher noch zur Sprache kommen. Ich würde sogar in 3 Minuten versuchen. Ja. Weil ich merke, dass die Stimmung im Publikum sehr schlecht ist und möchte irgendeinen Beitrag dazu leisten, dass sie vielleicht ein bisschen aufgehellt wird, indem ich ja extrem knapp und konzis bin und dann vielleicht das Publikum den späteren Kurs mit stärker bestimmen lassen möchte. Die Gemeinwohlökonomie kann ich vielleicht in 3 Sätzen zusammenfassen. Es werden sicher 3 Minuten werden. Aber die kürzestmögliche Darstellung ist die Darstellung der Gemeinwohlökonomie durch die Auflösung von 3 Widersprüchen, nämlich Auflösung des 1. Widerspruchs, dass wir heute in den Verfassungen ganz andere Ziele und Werte stehen haben, als das, was in der Wirtschaft real praktiziert wird und was auch insbesondere belohnt wird in der Wirtschaft. Wir haben die bayerische Verfassung schon gesehen, dass das Ziel des Wirtschaftens nicht in der Geldvermehrung, im Finanzgewinn, oder eben in der Kapitalrendite zu suchen ist, sondern wenn man dann weiterliest in den Verfassungen, diese Größen sind Mittel des Wirtschaftens und das Ziel des Wirtschaftens ist das Gemeinwohl oder die Bedürfnisbefriedigung oder der Wohlstand für alle, wie es Ludwig Erhard formuliert hat. Ja, das ist ein Widerspruch Nummer 1. Der 2. Widerspruch ist, dass in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen wir weltweit eine gemeinsame Sicht darüber haben, welche Werte Beziehungen gelingen lassen. Egal, wo Sie das Menschen auf der Welt fragen, sie sagen überall das Gleiche. Das beginnt bei Ehrlichkeit, das beginnt bei Wertschätzung, das beginnt bei Toleranz, das beginnt bei Kooperation, das geht über Solidarität bis hin zum Teilen. Und wenn Sie aber Menschen auf der Welt fragen, welche Werte beobachten wir heute auf den globalisierten kapitalistischen Märkten und das Leben welcher Werte führt dort zum Erfolg, dann sind das ganz andere Werte. Egoistische Werte von Gier und Geiz und Neid und Rücksichtslosigkeit und Verantwortungslosigkeit. Nicht einseitig, das ist nicht schwarz-weiß, sondern das Leben dieser egoistischen, asozialen Werte führt tendenziell zum wirtschaftlichen und unternehmerischen Erfolg. Und das ist der 2. Widerspruch. Man kann mit dem Leben von Werten, mit Strategien erfolgreich sein heute,
die Beziehungen nicht gelingen lassen, sondern tendenziell sogar zerstören. Und der dritte Widerspruch ist, dass die Erfolgsmessung in der Wirtschaft heute sich ganz vorrangig an den Mitteln des Wirtschaftens orientiert. Wir messen den wirtschaftlichen Erfolg heute im Unternehmen auf der betriebswirtschaftlichen Ebene mit der Finanzbilanz und dem Finanzgewinn und auf der volkswirtschaftlichen Ebene mit dem Bruttoinlandsprodukt. Und beide Kenngrößen, beide Erfolgsindikatoren sind monetär, sprich die Maßeinheit ist Geld, aber Geld ist nur das Mittel des Wirtschaftens. Und ich kenne kein einziges Projekt der Welt, das seinen Erfolg anhand der Mittel messen würde und nicht anhand der Zielerreichung. Und deshalb schlägt die Gemeinwohlökonomie vor, wenn wir uns einig sind, laut Verfassungen, auch laut volkswirtschaftlicher Lehrbücher, was denn das Ziel des Wirtschaftens sei, Gemeinwohl, Lebensqualität, Bedürfnisbefriedigung, dann müssen wir, wenn wir methodisch sauber und korrekt vorgehen wollen, den wirtschaftlichen Erfolg sowohl auf der betriebswirtschaftlichen Ebene als auch auf der volkswirtschaftlichen Ebene anhand des Ziels messen und nicht anhand des Mittels. Mit so etwas wie einem Gemeinwohlprodukt, wenn das Gemeinwohl das Ziel ist, mit so etwas wie einer Gemeinwohlbilanz, wenn das das Ziel ist. Und das Letzte ist, dass die Gemeinwohlökonomie für alle wichtigen Rechtselemente einer Wirtschaftsordnung, wir haben 20 hier zusammengestellt, einen Vorschlag haben, wie das in Zukunft geregelt sein könnte. Und jetzt das Allerwichtigste, das sind keine Forderungen und keine Positionen der Gesamtbewegung. Das ging ja auch gar nicht, weil da sind so viele und so unterschiedliche Menschen beteiligt und engagiert, dass wir können uns gar nicht auf hier ein Programm einigen, das wäre gar nicht möglich. Wir haben eine einzige Forderung und diese Forderung lautet, dass alle wichtigen Schlüsselelemente einer Wirtschaftsordnung, wie zum Beispiel diese 20 oder auch andere 20, in einem demokratischen Prozess von unten auf kommunaler Ebene beginnend diskutiert und entschieden werden sollen. Und dass über diesen demokratischen Prozess erstmals eine demokratische Wirtschaftsverfassung oder eben eine demokratische Wirtschaftsordnung formuliert und in den Verfassungen verankert werden sollte. Und das ist sozusagen das gemeinsame strategische Hauptziel der gesamten Bewegung. Und was ist dann das detailgenaue Modell, das in Ihrem Buch beschrieben wird? Also in dem Buch, da glaube ich, kann ich nochmal das, wo der häufigste Stein des Anstoßes ist, das ist sozusagen der vierte Punkt, das kann ich an dieser Rückfrage, glaube ich, sehr, sehr gut veranschaulichen. Eines dieser 20 Elemente in dem Buch heißt negative Rückkoppelungen. Was bedeutet das? Das klingt ein bisschen abstrakt, es kommt aus der Systemtheorie, ist naturwissenschaftlich, mathematisch ist das unterfüttert und es gibt vollkommene Einhelligkeit in der Systemtheorie, dass jedes positiv rückgekoppelte System sich selbst zerstört, über kurz oder lang. Was heißt positive Rückkoppelung? Positive Rückkoppelung heißt, dass eine Tendenz in einem System durch eine zweite Tendenz überlagert und verstärkt wird. Zum Beispiel, wenn durch den Anstieg der CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre die Erde sich erwärmt und die arktischen und antarktischen Eisschilde abschmelzen, dann führt das zu einer dunkleren Landoberfläche und zu einer geringeren Rückstrahlung der Sonnenstrahlen. Und so kommt es dann zu einer noch schnelleren Erwärmung. Also das ist eine positive Rückkoppelung. Eine negative Rückkoppelung wäre, dass eine Tendenz in einem System durch eine andere ausgeglichen wird. Zum Beispiel, wenn der menschliche Körper sich überhitzt durch zu große Anstrengung, fangen wir zum Schwitzen an, damit wir wieder abkühlen. Das ist eine negative Rückkoppelung. Und in meiner Sicht ist die derzeitige kapitalistische Marktwirtschaft ein positiv rückgekoppeltes System in der Bedeutung, dass es je vermögender, größer, mächtiger eine Person oder ein Unternehmen ist, es umso leichter wird, noch vermögender, noch größer, noch mächtiger, noch reicher zu werden. Das ist eine positive Rückkoppelung und die führt früher oder später zur Selbstzerstörung des Systems. Und ich fordere hier nach Systemtheorie eine negative Rückkoppelung ein, nämlich dass mit fortschreitendem Vermögender, größer, reicher und mächtiger werden, das weitere größer, vermögender und mächtiger werden schwieriger werden soll. Und das hieße sozusagen etwas einfach übersetzt, die erste Million sollte die leichteste sein und nicht die schwierigste. Das heißt, es sollten möglichst viele Menschen die Gelegenheit bekommen, sich ein bescheidenes oder auch ein moderates Vermögen zu erwerben. Aber die zweite Million sollte dann schon schwieriger sein.
die 100. Million sollte aus meiner Sicht gar nicht mehr, da komme ich gleich drauf zurück, aus meiner Sicht gar nicht mehr möglich sein. Also es sollte dann so eine Kurve sein, anstatt so einer Kurve. Heute ist die erste Million für 99% aller Menschen in Österreich und Deutschland nie erreichbar. 99% werden nie Millionäre. Die zweite Million ist schon viel leichter. Die 101. Million fragt man sich, wo ist war jetzt noch meine Leistung? Und wer 1000 Millionen hat, der muss derzeit täglich 300.000 Euro ausgeben, um nicht reicher zu werden. Das ist aus meiner Sicht keine Leistungsgesellschaft, sondern das ist die glasklare Konterkarikatur einer Leistungsgesellschaft. Und die Forderung ist, dass wir eben irgendwo erstens diesen Aneignungswiderstand erhöhen und dann eine Obergrenze finden für die Einkommensungleichheit, für die Aneignung von Privatvermögen, auch bei der Erbschaft. Aber wo diese Grenze gesetzt wird, das soll eben im demokratischen Prozess gefunden werden. Das heißt, wenn im Buch beispielhaft niemand soll mehr als 20 Millionen Euro besitzen dürfen, dann ist das sozusagen mein Input in diesen demokratischen Prozess. Und wenn dann aber jemand anderes, wenn das Frank Stronach dann sagt, nein, 5 Milliarden ist viel besser, weil mit 5 Milliarden kann ich mir meine eigene Partei kaufen. Und wenn dann die Menschen der Meinung von Frank Stronach zustimmen, dann soll das Gesetz werden, was der Frank Stronach hier überzeugend verficht. Ich werde das als Demokrat unterstützen, nämlich das Ergebnis, dass die Entscheidung zugunsten des Vorschlags von Frank Stronach ausgefallen ist. Aber ich vertraue hier wirklich auf die Weisheit der Demokratie, dass sich der beste Vorschlag durchsetzen wird und weder der von Stronach noch meiner. Herr Höll, Stichwort Demokratie. Ja. Die sehen Sie ja, glaube ich, gefährdet. Die sehe ich gefährdet. Aber ich möchte noch ganz kurz noch, sagen, ich bin ja immer ganz verzückt, wenn Leute, die dem kapitalistischen System Wachstumsfetischismus vorwerfen, dann eigentlich nur von Wachstum und von Geld sprechen, von der ersten Million und von der zweiten und von der dritten Million. Also das mit dem Geld scheint auch schon was ganz Magisches zu sein, auch für die Kritiker. Ich möchte mal sagen, wo wir gerade bei der Wirtschaftsphilosophie sind, der Kapitalismus hat nicht dieses fetischhafte Wachstum, das man ihm so gerne unterstellt, auf seinem Programm. Wenn Sie Schumpeter lesen, Schumpeter oder Adam Smith, die sprechen von einer Wirtschaft im Gleichgewicht. Wenn Sie schauen, wo die ganz großen Wachstumszahlen geplant worden sind, das war in den kommunistischen Volkswirtschaften, da ist in den Jahresplänen sind ihre Zahlen angestrebt worden. So, da muss ich mich immer ein bisschen amüsieren. Zum Felberschen Vorwurf, das bipolare Verhalten der Menschen, das versteht er nicht. Die Menschen würden in der Familie ihre Liebsten umsorgen, da wäre Wärme, Fürsorge, Liebe da. Und er versteht nicht, dass man in der Wirtschaft so nicht handelt. Da muss ich sagen, dass es auch ein bisschen zum Erwachsenwerden gehört, wenn man dann begreift, dass das bipolare Verhalten zum Menschen dazugehört. Das heißt, ich empfinde für mein Kind mehr Gefühl als für ein fremdes Kind. Ich behandle meine Partnerin anders als eine fremde Partnerin. Ich bin mir auch nicht ganz so sicher, ob es jetzt zweckdienlich ist, ob wir alle lieben hier am Fließband, wo die Schuhe gemacht werden. Ich bin auch nicht sicher, ob ich möchte, dass mein Elektriker, der bei mir den Kurzen richtet, voller Empathie und Mitgefühl auf mich zugeht. Ich wäre echt ganz zufrieden, wenn er das Problem lösen würde. Das heißt, das ist auch nichts Schlimmes. Das bipolare Verhalten liegt uns Menschen inne. Selbst das Staatsgrundgesetz sagt ja, die Republik, der Staat hat Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln. Das ist gesetzmäßig. Es schreibt nicht vor, dass ich alle meine Verhaltensweisen, die wir in der Familie so schätzen und lieben, auf die ganze Welt verteilen muss. Ich glaube, so viel Liebe hätte auch der Mensch nicht, wenn er nur ein Jaus einkaufen möchte. Ich glaube, es ist auch nicht notwendig. Die Wirtschaft, der wird nur Negatives zugedacht. Sie sagen, in der Wirtschaft geht es nur um Gier, Geiz, Neid und so weiter. Ich glaube, Sie waren persönlich nicht in der Wirtschaft. Und ich möchte, oder als Angestellter mal... Ich unterbreche jetzt nicht, weil ich die demokratischen Spielregeln Ich weiß es nicht. Na, dann sagen Sie es, ich weiß es nicht. Nein, die Frage ist, wo die Relevanz liegt. Okay, die Relevanz ist... Meine Frage ist eine andere. Wer in der Wirtschaft, ich habe in größeren Organisationen gearbeitet, war auch im Produktmanagement,
Und ich kann sagen, dass es nicht jeden Tag um Gier, Geiz und Neid gegangen ist. Das heißt, das, was man da dieser alten konventionellen Wirtschaft unterstellt, dass es nur das Negativste und das Schlechteste wäre, das ist eine Schwarz-Weiß-Malerei, die sich nicht findet. Und die Unternehmer, die nur mit Gier, Geiz und Neid arbeiten und den Kunden übervorteilen wollen, die werden weder groß noch mächtig. Das heißt, nicht die werden mächtig und groß, wie sie es formulieren, in der Wirtschaft, die betrügen und lügen, sondern die, die die Bedürfnisse der Menschen am besten befriedigen. Das war immer so und das wird sich im Wesentlichen auch nicht ändern. Ausnahme bestätigen die Regeln natürlich. Wenn Sie sagen, je mächtiger jemand ist, desto leichter hat er es, dass er noch reicher wird, da zeichnen Sie wieder diese mächtigen Bilder von denen da oben, die immer noch mächtiger werden, die wir kontrollieren müssten. Da muss man schon mal sagen, dass die obersten 10% in Österreich zwischen 50% und 60% der Lohnsteuer, der Einkommensteuer erwirtschaften. Und wenn wir immer andeuten, das Vermögen wäre so unendlich ungleich verteilt, da muss man sagen, das Vermögen ist eigentlich in Österreich, wenn man es seriös betrachtet, so gleich verteilt wie fast nirgendwo auf der Welt. Man muss halt nur die Parameter sich anschauen. Ich gebe Ihnen ein kurzes Beispiel. Die Frage auch, wo die Einkommen herkommen dann. Also ich gebe Ihnen ein kurzes Beispiel. Die österreichische Nationalbank, die vom Herrn Nowotny SPÖ besetzt ist, hat herausgegeben, dass 45% der Österreicher 90% besitzen und über 50% besitzen nur ganz wenig, 10.000, 20.000, 30.000 Euro. Das hat man natürlich so publiziert, der ORF hat da auch nicht groß nachgefragt und hat das so in die, Herr in die Welt... Ich glaube, wir sind jetzt wieder ganz okay, in den gut, Fakten schnell, drinnen. Ich möchte Sie wirklich bitten... Ich möchte nur sagen, in Österreich besitzen 45% die eigene Wohnung, das eigene Haus. Das heißt, die Leute, die ihr Haus besitzen, ihre Wohnung besitzen, die besitzen auch die 90%, denn die 90% teilen sich auf zu 2/3 die eigene Immobilie oder die Immobilie und zu 1/3 der fiktive Firmenwert. Das sind aber nicht die fetten Sparkonten, was der Mann auf der Straße glaubt. Die 50%, die am Papier wenig besitzen, das sind Mieter. Das ist aber nicht so schlimm, denn sie haben dafür, während sie mieten, ein höheres Einkommen. Das geht aber in diese Statistik nicht ein. Ich glaube, darum ging es jetzt aber auch nicht, Herr Hörl, sondern der Herr Felber hat ja nur darauf hingewiesen, dass quasi die erste Million am leichtesten und dann wird es schwieriger. Ich glaube, das hat jetzt nicht unbedingt mit den momentanen... Ich habe nur aufgeschrieben, es ging ja wieder um die Vermögensungleichheit, die man demokratisch aber beschäftigen soll. Aber ich glaube, wo Sie beide sich dann durchaus auch ein bisschen treffen, das ist die Sache mit dem, woher kommen die Einkommen, beziehungsweise mit diesem Stichwort Leistungsgesellschaft. Ja? Der Herr Felber behauptet ja auch von seiner Gemeinwohlökonomie, dass es eine Form der Leistungsgesellschaft ist. Und gerade auch, wenn es um Erbschaften geht, die jetzt da eben vorhin schon erwähnt wurden, da ist ja, glaube ich, durchaus eine Parallele da. Sie sind ja auch der Meinung, dass Leistung zählen soll und nicht Erbe oder dass ich glaube, Sie nennen es in Ihrem Buch einmal Arbeiten statt Erben. Ganz genau, Genau. Ich bin der Meinung, dass eine Erbschaftssteuer wieder bei uns Platz hätte. Hätte damit kein Problem damit. Ob man die jetzt schon bei 500.000 Euro ansetzt, ist die Frage. Der Punkt ist nur der, wenn wir wieder eine Erbschaftssteuerdiskussion haben, dann haben wir wieder aber sehr, sehr viel negative Energien, die breitgetreten werden. Dann werden in Österreich wieder diese Hetze auf die Reichen, auf die Vermögenden gemacht. Und das ist sehr ungut, weil diese Diskussion meistens sehr eindimensional geführt wird. Und wenn ich vielleicht noch 3 Minuten Zeit bekomme bei Gelegenheit, würde ich schon ganz gern sagen, warum die Vermögen in Österreich sehr gleich verteilt sind. Ich bräuchte Folien dann nochmal. Also bitte nicht abschalten. Nicht gut. Ja. Vielleicht, Herr Felber, können Sie kurz noch einmal erklären, wie das in der Gemeinwohlökonomie mit der Leistung und mit diesem Erbe oder Nicht-Erbe aussehen soll? Ja, und dann würde ich gerne noch einen Aspekt beantworten, weil das war jetzt auch sehr viel. Und einmal, glaube ich, ist es wirklich spannend geworden und wird es auch biografisch und das ist, glaube ich, auch hier sehr spannend. Also, zur Frage der Erbschaften. Aus meiner Sicht gibt es hier 2 Extrempositionen, die ich beide ablehne, nämlich die eine Extremposition ist die, die sagt, allein die Geburt soll entscheiden, wer wie viel erbt. Ich nenne das deshalb die feudale Extremposition. Die Geburt ist das einzige Kriterium, wer wie viel erbt. Das ist übrigens der derzeitige Zustand. Wenn man das Glück hat,
Kind von Frank Stronach zu sein, erbe ich halt dann 5 Milliarden. Und wenn ich das Pech habe, von jemand anderem Kind zu sein, dann gehe ich mit Null oder vielleicht sogar mit Schulden an den Staat. Und dann erklärt mir jemand, woher die Chancengleichheit ist. Und dann erklärt mir jemand, wie ich hier aus eigener Leistung hier ein gleich großes Vermögen erwerben kann. Deshalb gibt es eine sehr, sehr lange, jahrhundertealte liberale Tradition, die sagt, die Startbedingungen müssen für alle gleich sein. Wir sind für Ungleichheit, nämlich Menschen sollen sich ein unterschiedliches, großes Vermögen aus eigener Leistung erwerben können. Und die Voraussetzung dafür ist, dass alle unter gleichen Bedingungen an den Staat gehen und das heißt nämlich auch mit dem gleichen Startkapital. Das heißt, niemand erbt was. Finde ich auch radikal, finde ich extrem, dass das Erbrecht abgeschafft wird. Und deshalb schlägt die Gemeinwohlökonomie eben vor, dass wir hier einen moderaten Mittelweg auswählen, dass wir die Eigentumswohnungen, die Einfamilienhäuschen, die kleinen Familienbetriebe, die kleinen landwirtschaftlichen Betriebe, dass wir die steuerfrei weiterhin vererben. Also das Erbrecht wird begrenzt, aber ab einer Schwelle. Und wo diese Schwelle ist, da bin ich wieder leidenschaftslos oder relativ leidenschaftslos, das soll eben demokratisch entschieden werden, das wäre der Mittelweg. Der Aspekt, auf den ich mehr Energie habe zu antworten, ist mit dieser bipolaren Weltsicht, weil ich bin ja Psychologe und habe das studiert und ich schreibe auch wörtlich im Buch, dass der Mensch zu allem fähig ist. Ja? Wir sind fähig zum industriellen Abschlachten ganzer Bevölkerungsgruppen, das haben wir bewiesen, das muss ich nicht argumentieren. Wir sind aber auch fähig zur größtmöglichen Zärtlichkeit, Empathie und zur Errichtung gerechter und demokratischer Strukturen. Auch das haben wir bewiesen. Aus meiner Sicht geht es einzig darum, welche der unterschiedlichen möglichen Verhaltensweisen durch die Wirtschaftsordnung, durch das rechtliche Regelsystem, das wir uns ja als in einer freien Demokratie selbst geben, belohnt werden. Und derzeit ist es eben meiner Meinung nach tendenziell so, dass das Leben menschlicher Schwächen belohnt wird und zum Erfolg führt. Und der Vorschlag ist, dass das Leben menschlicher Tugenden und Stärken und von Beziehungswerten belohnt wird und zum Erfolg führt. Und Differenzierung ist nicht immer sinnvoll, ja? Weil wir haben uns darauf geeinigt, dass das Töten von Menschen als ein Beispiel, dass das keine gute Sache ist. Und es gibt nicht gerade Tage, wo man sich umbringen darf, weil das halt alles so differenziert ist, und an ungeraden Tagen ist es aber verboten. Sondern das ist klar, Töten ist immer verboten. Und die Gemeinwohlökonomie möchte nicht nur das Verbot des Tötens aufrechterhalten, sondern sie sagt, das Leben von asozialen Werten und Strategien soll nie belohnt werden. Das soll immer zum Misserfolg führen. Und das, genau das war ja der Stein des positiven Anstoßes, dass das waren ja 15 Unternehmer und Unternehmerinnen, die die Gemeinwohlökonomiebewegung begründet haben. Das war ja gar nicht ich. Ich habe nur Bücher geschrieben und die haben meine Bücher gelesen und die sind auf mich zugekommen und gesagt, Christian, genau das ist es, was wir als neue Vision brauchen. Dazu lass uns zusammensetzen, dazu lass uns ein mehr oder weniger kohärentes und stringentes, auch vollständiges Modell, nur mal als sozusagen als Anreiz erarbeiten und lass uns eine Bewegung gründen, weil wir sind Unternehmer, Unternehmerinnen und wir sind zu erwärmen nur für solche schöne Ideen, die auch umsetzbar sind. Und die sagen, das wichtigste Motiv, wir wollen endlich für das Richtige belohnt werden. Wir wollen endlich dafür belohnt werden, dass wir soziale Verantwortung leben, dass wir ökologisch nachhaltig wirtschaften, dass wir auch gerecht verteilen. Wir wollen dafür belohnt werden, dass wir uns auch demokratisch organisieren und wir wollen genau darin gemessen werden. Das sind die Verfassungswerte von Menschenwürde über Solidarität, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Demokratie. Das sind die 5 häufigsten Verfassungswerte demokratischer Staaten, die heute aber nur etwas stiefmütterlich in der Mauerblümchenhaft in der Verfassung prangen, aber sie werden in der Wirtschaft nicht abgefragt und sie wollen gefragt werden und sie wollen, dass die Unternehmen, die diese Werte authentisch erleben, Vorteile bekommen gegenüber denjenigen Unternehmen, die das nicht tun. Und ich kann das auch aus eigener Erfahrung befürworten, weil ich erstelle eine Gemeinwohlbilanz als 4-Personen-Unternehmen. Das möchte ich jetzt auch noch reinigen. Herr Oehrl, Sie haben vermutet, dass ich nie in der Wirtschaft gearbeitet habe. Ich möchte jetzt diese Vermutung zurückspielen. Also ich vermute, dass Sie beim Sparen nicht selbstständig waren, sondern unselbstständig. Und ich vermute, dass Sie jetzt in der Fachhochschule Klessheim, werden Sie da vom Land bezahlt oder werden Sie von der Wirtschaftskammer bezahlt, vom Land? Also in meinen 15 Jahren, wo ich Unternehmertraining war, in der Wirtschaftskammer war ich selbstständig und ich habe einen Verlag, wo ich auch selbstständig arbeite. Okay, also Sie haben beide Erfahrungen gemacht. Ja, Gott sei Dank. Ich habe nur die eine Erfahrung gemacht. Ja. Ich bin derzeit ein 4-Personen-Unternehmen und das möchte ich schon noch reklamieren. Ich habe Arbeitsplätze geschaffen über Attac Österreich. Ich habe Arbeitsplätze geschaffen über die Gemeinwohlökonomie und wir haben bereits Arbeitsplätze geschaffen über ein
Bankenprojekt, das wir jetzt gerade starten. Herr Felber, da muss ich Sie jetzt aber doch wieder zurück auf Ihren Sessel bitten, dürfen weil ich glaube, das müssen wir wieder in den dritten Teil dann hineinnehmen. Aber die Frage war jetzt vom Herrn Hörl, Sie haben ja keine Erfahrung in der Wirtschaft. Die Bank ist noch nicht gegründet, aber es arbeiten bereits Menschen von uns bezahlt für diese wir Bank. Wir nehmen zur Kenntnis, Sie haben beide Erfahrung als Selbstständige und Wirtschaftstreibende. Herr Hörl, warum glauben Sie jetzt, dass das so nicht funktionieren wird mit dieser Orientierung am Gemeinwohl für die Firmen und für die Unternehmen? Naja, der Herr Felber ist ja immer ein bisschen flexibel in seiner Verbindlichkeit. Er sagt ja, ne, er stellt nur 20 Punkte zur Diskussion und da muss dann demokratisch abgestimmt werden. Also er will die Demokratie gar nicht so hätte ich gern dann noch einmal als eigenen Punkt, aber jetzt einmal, warum funktioniert es wirtschaftlich gewissermaßen nicht? Weil teilweise dermaßen strukturelle Mängel da sind, die dermaßen offensichtlich sind. Ich fange es einfach mal ganz wahllos an. Sie wollen die Börsen zusperren, sie wollen die Rohstoffpreise vereinbaren, verhandeln, den Ölpreis verhandeln. Wer die Börsen zusperrt, wer die Rechtsform der Aktiengesellschaft verbietet, muss dafür sehr, sehr gute Gründe haben. Ich könnte sie auch darlegen, aber muss nicht sein. Ja. Aber vielleicht kann ich mal, es würde mich ja wirklich interessieren, warum wollen Sie die Börsen zusperren? Warum wollen Sie die AG verbieten? Das würde mich interessieren. Können Sie das kurz erklären? Ja, gerne, knapp. Möchte aber dazu sagen, der Umstand, dass der Herr Felber hier eine persönliche Meinung zu einem dieser Inhalte hat, soll ja nur einladen, dass der Herr Hörl eine offenbar überzeugendere Meinung in den demokratischen Prozess einspeist. Ja, das ist schon wird sich sicher, zum Punkt, bitte. Es wird sich sicher die Meinung von Herrn Hörl durchsetzen, wenn sie durchdachter ist als die vom Herrn Felber. Alles klar. Und warum wollen Sie die AG abschaffen? Weil, aus verschiedenen Gründen, weil Börsen, ganz kurz gesagt, das muss ich sehr verkürzen, weil sie keine entscheidende Quelle für Eigenkapital für Unternehmen sind, insbesondere nicht für Start-up-Unternehmen und weil sie zu einer radikalen Umverteilung und insbesondere von Macht führen. Also nicht nur von finanziellen Ressourcen, sondern damit von Verbindung mit Macht. Das habe ich in den Büchern ausführlich dokumentiert. Und ich bin weder gegen Aktiengesellschaften noch gegen Börsen, sondern ich beschreibe vielmehr in der Gemeinwohlökonomie einfach ein neues Paradigma von Eigenkapital. Sehr wohl sollen Bürger und Bürgerinnen ihr finanzielles Privatvermögen in Unternehmen investieren, aber zwei ganz entscheidende Unterschiede. Sie sollen die Unternehmensanteile nicht frei handeln können, A, also das ist der Aspekt von Börsen, den ich tatsächlich schließen würde, und B, sie sollen darauf keine Finanzrendite bekommen. Das heißt, ich würde einen viel, viel höheren Grad von Verbindlichkeit zwischen Eigentümer, Eigentümerin und dem Unternehmen herstellen. Ganz kurz gesagt, wenn ich keine Finanzrendite mehr bekomme, dann muss mich irgendetwas anderes umtreiben und antreiben, es muss mich ein anderes Motiv antreiben, und das Motiv der Zukunft wäre eben Sinn. Ich werde dann mein Eigenkapital nur noch in solche Unternehmen investieren, die wirklich Sinn machen, die eine gute Gemeinwohlbilanz vorweisen, die mein Trinkwasser sichern, meine erneuerbaren Energien, das Saatgut, die regionale Grundversorgung sicherstellen oder auch die globale Software oder Free Software. Okay. Aber das sind so meine die Rendite, Verkürzmotive. Also die Rendite würde da dann keine Rolle mehr spielen für die Investoren. Wenn Sie das finale Ende nehmen und heute, dann gibt es ja sozusagen bei einem typischen DAX-Konzern eine Rendite von 15-20%. Welche Art von Rendite? Auf das Eigenkapital. Und ich würde hier, es geht dann um die Ausschüttung. Also es gibt auch Extremjahre, wo einige DAX-Konzerne bis zum Zehnfachen des Vorjahresgewinns ausgeschüttet haben. Und ich würde es einfach abschmelzen von dem heutigen Zustand in Richtung Null. Es gibt also noch eine Rendite dann auch, aber die ist wesentlich niedriger. Das ist die Idee jetzt für die Investoren. Im Übergang würde ich das abschmelzen. Ja. Und da gibt es dann nochmal viele mathematische Gründe, aber ich sehe jetzt nicht die Geduld, um tiefer in diese Gründe hineinzugehen. Also da sind einige Punkte, die wir diskutieren sollten. Dass die Börsen keinen Beitrag zur Eigenkapitalaufbringung oder einen geringen bringen sollen, das kann ich so nicht stehen lassen. Man denke an die 1990er Jahre, diese ganz großen Internetblasen, wo es dann zu viel Eigenkapital war. Man denke an den TecDAX, an den Nemax, man denke an die ganzen großen Internetbörsen, wo zehntausende Firmen, Startups versorgt sind mit hunderten Milliarden Dollar an Eigenkapital. Also, dass gerade Startups kein Eigenkapital bekommen, ist eine Chimäre. Natürlich ist es so, dass jemand zuerst ein Startup gründet, hat einen Mitarbeiter, zwei, drei, fünf, zehn Mitarbeiter, und irgendwann läuft das Geschäftsmodell und dann steht man aber an der gläsernen Decke.
Und um jetzt wachsen zu müssen, brauche ich Eigenkapital. Ich kann das vielleicht leicht erklären. Wenn Sie eine Wohnung kaufen für 100.000 Euro, dann Sie beschreiben gerade das heutige Paradigma. Ich sage ja nicht, dass das nicht funktioniert, das heutige Paradigma, sondern ich stelle nur ein alternatives... Ich darf meine Gedanken ausformen. Okay. Wenn Sie eine 100.000 Euro Wohnung kaufen, brauchen Sie 20.000 Eigenkapital, damit Sie die 80.000 Fremdkapital bekommen. Wenn Sie als kleine Internetfirma wachsen wollen, brauchen Sie Eigenkapital, damit Sie an Fremdkapital kommen. Irgendwann reichen aber die nicht renditeorientierten Sparer nicht mehr aus, sondern dann brauchen sie mehr, brauchen sie Börsen. Und darum gab es die Börsen und darum sind viele österreichische Unternehmen wie Chacha, die die Voice-over-IP-Telefonie erfunden haben, nach Kalifornien gegangen, weil es eben hier keinen Kapitalmarkt gibt. Und Sie sagen, das wäre auch in der Gemeinwohlökonomie in der Form, wie sie der Herr Felber vorschlägt, so, dass das dann nicht mehr funktionieren würde. Das heißt, es würden sich keine Unternehmen dieser Größe mehr entwickeln können. Nein, wenn Sie die Börsen zusperren, dann wird es natürlich keine Börsengänge mehr geben. Es schreckt ganz viel, wie das anders geregelt werden könnte. Ja. Börse ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, dass Banken sogar verpflichtet werden, einen bestimmten Anteil ihrer Bilanzsumme in Risikoprojekte zu investieren. Es wird aber nicht dann das Projekt finanziert, das die höchste Finanzrendite verspricht, sondern es werden nur diejenigen Innovationen finanziert, die eine gute Gemeinwohlbilanz vorlesen können. Dann haben Sie das gleiche Finanzierungsvolumen, nur halt anders geregelt als über Eigenkapitalbörsen. Das gibt schon, Herr Felber, das nennt sich Over-the-Counter. Es gibt viele Projekte, die Banken machen, und auch so eben neben der Börse gekauft. Dann ist alles in Bestauordnung, wenn es das schon gibt. Ne? Das heißt, man will aber eigentlich von diesen Projekten der Banken weg, weil sie nämlich undemokratisch sind, weil sie undurchsichtig sind. Das Transparenteste ist ein Börsenplatz, wo ganz klar tausende anonyme Anbieter, tausende anonyme Nachfrager aufeinandertreffen, wo es keine Sympathien, keine Antipathien gibt, keine Präferenzen. Das heißt, da wo viele Menschen am Markt sind, kommt ein möglichst gerechter Preis heraus. Auf ganz kleinen Märkten, vielleicht nur bei einzelnen Projekten, da können Sie jemanden abzocken, weil da verkaufe ich der berühmten Oma halt irgendein teures Projekt. Das heißt, man versucht eigentlich in der Finanzwirtschaft, dass man von diesen Projekten wegkommt und sie demokratisiert, das heißt für alle gerecht und fair zugänglich macht, nämlich auf Börsen. Es war kein Zufall, dass die amerikanischen Siedler, die wie sie den Westen erobert haben mit ihrem Planwagen, in jeder Stadt, die sie gegründet haben, als erstes einen Markt und eine Börse aufgesperrt haben, damit die Menschen zu möglichst fairen Bedingungen kaufen können. Und ganz kurz zu den Finanzmärkten, um es auch schon ein bisschen zu sagen. Das einzige Produkt, auf das es keine Finanzprodukte gibt, ist die Zwiebel. Das haben die in Amerika mal durchgesetzt, die Bauern. Die Zwiebel hat einen ganz engen Markt. Da gibt es auch keine großen Börsen. Das heißt, die Zwiebel hat in einem Jahr 200% Anstieg, dann 50% Reduktion. Das heißt, die Ausschläge sind extrem hoch. Bei Produkten wie einer Microsoft-Aktie oder einer Coca-Cola-Aktie, wo es viele Millionen Aktien gibt auf öffentlichen großen Börsen, sind die Ausschläge ganz gering. Das heißt, demokratische und fairere Bewegungen von Preisen haben wir da, wo wir möglichst viele Menschen einladen, auf einem Markt, auf einer Börse zu handeln. Wir brauchen da keine Angst davor haben. Ich würde nur ganz gerne noch zu dem Punkt kommen, Sie sind der Meinung, in der Gemeinwohlökonomie funktioniert das so nicht. Da gibt es keine Börse in der Form und deswegen würde es, wie Sie es formulieren, zu Kapitalflucht und Massenauswanderung dann führen. Zu Kapitalflucht kommt es deshalb, weil ich komme gleich darauf zurück. Ja. Ich führe nur den kommt es deshalb, weil, so habe ich es verstanden, es langfristig keinen Zinsprofit mehr gibt. Das heißt, in der demokratischen Bank zahlen die Unternehmer keine Zinsen und die Sparer bekommen auch keine Zinsen, sondern nur eine kleine Gebühr. Und die wird mit Sicherheit weniger sein als jetzt, so habe ich es verstanden. Das ist ein komplett neues Thema, verstehe ich jetzt nicht. Nein, aber ich sage, wenn Sie das gepaart mit der Vergesellschaftung großer Wirtschaftsteile, die Sie auch planen, machen, dann werden Sie das Kapital nicht mehr in österreichischen Banken haben, sondern in deutschen, das Kapital wird fliehen. Der älteren Dame, die 20.000 Euro am Sparbuch haben, die wird Ihnen beipflichten, wird auch Ihr Buch vielleicht kaufen und wird da sagen, ist ein toller Gedanke, der Herr Felber, wie sozial der ist. Aber wenn ihr die Bank in Freilassing oder in der Schweiz 1% oder 2% mehr bietet, vielleicht weniger ökologisch verdient, dann ist es ein Argument. Und vielleicht kommen wir dann auch noch auf die Vergesellschaftung großer Teile der Wirtschaft zurück. Das gepaart mit der Aussicht,
keine Zinsen mehr auf dem Sparbuch zu bekommen, wird definitiv zu einer Kapitalflucht führen. Gut, jetzt haben wir die Börse noch einmal, ich glaube, darauf wollten Sie noch einmal reagieren. Und dann die Sache mit den Zinsen, das glaube ich ist auch noch einmal ein wichtiges Thema. Und die Vergesellschaftung. Fangen wir mit der Börse an. Gerne. Ich glaube, ich habe es schon gesagt, aber ich muss es noch einmal wiederholen, weil es offenbar nicht ganz klar geworden ist. Es kann und soll Börsen geben, nur halt nicht die Art von Börsen wie heute. Es sollen dort Unternehmen nicht gehandelt und es soll auf das eingesetzte Kapital keine Finanzrendite fließen. Dann ist es keine Börse. Jetzt würde ich gern aussprechen. Ich habe dafür mal den Kosenamen Regionalbörse zum Beispiel. Das, was der Heini Staudinger zum Beispiel macht, ist genau das. Der sammelt auch von freien Bürgern und Bürgerinnen Kapital ein. Dafür braucht es einen Mechanismus, den gibt es derzeit nicht. Und ich möchte, dass neue Mechanismen gefunden werden. Mir ist es grundsätzlich egal, ob das über Banken läuft oder über Börsen, ob es über Fremdkapital läuft oder über Eigenkapital. Was mir wichtig ist, ist, dass das Hauptmotiv, dass Menschen ihr Kapital einsetzen, nicht die Finanzrendite ist. Das ist das Entscheidende. Sondern ich möchte, dass Kapital einen anderen Hauptallokationsfaktor und Hauptallokationseinreiz erhält, nämlich Sinnstiftung, Mehrung von Gemeinwohl oder eben Mehrung von Lebensqualität. Das ist die Vision, das ist ein neues Paradigma. Mir ist völlig bewusst, dass das ein anderes Paradigma ist als heute, aber ich halte das für sinnvoller und ich halte das auch in Übereinstimmung mit dem, was in den Verfassungen steht. Wenn ich in der Bayerischen Verfassung nachblättere, dann steht dort wortwörtlich heute schon, Kapitalmehrung ist kein Zweck an sich, sondern Mittel der Volkswirtschaft. Und da, denke ich, haben wir schon viele Gedanken, die dieses neue Paradigma unterstützen. Die konkreten Ausformungen, die werden wir sicher finden, wenn da viele kreative Menschen mitdenken und mitentwickeln. Stichwort Zinsen. Der Herr Hörl sagt, die Zinsen gibt es nicht mehr in der Gemeinwohlökonomie. Ist das so und warum? Ja, der Vorschlag ist, dass es keine Kapitaleinkommen mehr geben soll. Einerseits aus dem ökologischen Argument, weil wenn immer mehr Geld zurückgezahlt werden muss, als ausgeliehen wurde, dann ist das eine Form des systemischen Wachstumszwangs. Es ist das Verteilungsargument, also mir sind andere Zahlen bekannt, ich möchte auch nicht mehr darüber streiten, dass Kapitaleinkommen zu einem ganz großen Teil 10% der Bevölkerung zufließen und deshalb auch an der aufgehenden Schere zwischen den Vermögenden und den weniger Vermögenden ganz ursächlich mitverantwortlich sind, Kapitaleinkommen in Summe. Und das vielleicht einleuchtendste Argument ist das mathematische Argument. Eigentlich bräuchte es das ökologische und das Verteilungsargument gar nicht, weil das mathematische Argument allein ausreichend wäre. Und das mathematische Argument ist, dass Vermögen nur bis zu einer gewissen Größe relativ zur Wirtschaftsleistung vermehrt werden können. Wir haben nach dem Weltkrieg den Aufbau des Kapitalstocks gehabt. Langsam ist das Finanzvermögen in Österreich, das private Finanzvermögen, gleich groß geworden wie die Wirtschaftsleistung. Heute ist es 1,5-mal so groß und international liegen uns Daten vor, dass die Finanzvermögen bereits 3-mal so groß sind wie die reale Weltwirtschaftsleistung. Das heißt, das gesamte Vermögen kann gar nicht mehr real investiert werden, es kann nur noch damit spekuliert werden. Und das ist eine ganz wichtige Ursache für die Blasenbildung und für den sogenannten Casino-Kapitalismus. Wenn das noch ein bisschen weiter wächst und wir stellen uns ein 10-mal so hohes Finanzvermögen vor wie die reale Wirtschaft, dann würde eine Renditeerwartung von 10%, die heute durchaus nicht unüblich ist, dazu führen, dass die gesamte jährliche Wertschöpfung und Wirtschaftsleistung aufgewendet werden müsste, um den Renditehunger des Kapitals zu stillen, um das Kapital zu verzinsen. Das heißt, es würde nichts mehr für Arbeitseinkommen, nicht mehr für die eigentliche Leistungsentlohnung übrig bleiben. Und spätestens dann sieht es jeder ein, dass das nicht funktioniert. Ich kann es aber vielleicht noch an einem anderen Beispiel auch deutlich machen, nämlich an einer für mich dann doch nicht überraschenden, aber doch für andere überraschenden Übereinstimmung von der Boston Consulting Group und Attac Österreich. Die Boston Consulting Group, die in der Regel nur transnationale Unternehmen und Regierungen berät, die fordert jetzt ernsthaft eine Finanzvermögenssteuer auf die Finanzvermögenssubstanz, Sie hören richtig, von 34% in der gesamten Eurozone. Und warum machen sie das? Weil banale Einsicht, die Summe aller Finanzvermögen und Schulden in einer Volkswirtschaft null ist. Das heißt, wir haben immer ein Nullsummenspiel zwischen Schulden und Vermögen. Wir können es von links oder von rechts betrachten. Die Schulden können in einer Volkswirtschaft relativ zum BIP nicht unendlich wachsen.
Wenn die Schulden das 3-5-fache des BIPs ausmachen, dann sind entweder die Privathaushalte seriell in der Insolvenz, es sind die Unternehmen seriell in der Insolvenz, oder es ist der Staat in der Staatsinsolvenz. Das heißt aber, wenn die Finanzschulden nicht ewig wachsen können, können auch streng logisch die Finanzvermögen nicht unendlich wachsen. Das heißt, es gibt eine mathematische Höchstgrenze für Finanzvermögen in einer Volkswirtschaft. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Wir machen eine Schuldenbremse, dann brauchen wir aber auch eine Vermögensbremse. Und wenn wir die nicht einziehen, nämlich wir könnten auch sagen, wir machen eine Vermögensbremse, dann gibt es auch eine Schuldenbremse. Das heißt, von welcher Seite wir es machen, ist egal. Wenn man aber bei der Schuldenbremse beginnt, dann gilt man heute als realpolitisch vernünftig. Wenn man mit der Vermögensbremse beginnt, gilt man heute als Kommunist, obwohl es mathematisch das exakt gleiche ist. Und wenn wir diese Bremse nicht einbauen und die Schulden weiter ansteigen lassen, dann kommt es, egal ob von der oder von der Seite, zu einem dramatischen Einbruch. Wenn wir die Vermögen nicht begrenzen, dann wird es zu einem dramatischen Schuldeneinbruch kommen mit einem dramatischen Vermögensschnitt. Das möchte ich verhindern, das möchte die Boston Consulting Group verhindern. Deshalb schlägt sowohl die Boston Consulting Group als auch ich und der TAG vor, lasst uns doch die Vermögen besteuern und damit die Schulden zurückzahlen, um den großen Crash zu verhindern. Der einzige Unterschied zwischen der Boston Consulting Group und uns ist, die Boston Consulting Group möchte das einmalig machen mit einem 34%-Schnitt. Und mein Vorschlag wäre eben eine moderate Vermögenssteuer von 1 bis höchstens 2% der durchschnittlichen Vermögenssubstanz. Also man braucht eigentlich gar nicht moralisch argumentieren, man bräuchte gar nicht ökologisch und sozial und verteilungspolitisch argumentieren, man könnte streng mathematisch argumentieren, aber heute ist sozusagen die Realitätsleugnung so weit fortgeschritten, dass wenn jemand mit finanzmathematischen Argumenten daherkommt, wird man als Kommunist wieder aus der öffentlichen Diskussion gestoßen. Ich würde vorschlagen, wir stellen die Vergesellschaftung einen Moment zurück, weil ich nehme an, Sie möchten zum Thema Nullsummenspiel und Schulden und Vermögensschnitt sicher was sagen. Also ich gehe recht in der Annahme, dass Sie sagen, dass die Zinszahlungen auf Kapital einen gewissen Wachstumszwang des Kapitals, einen systemfremden provozieren, so habe ich es verstanden, oder? Einen systeminhärenten, ja. Ja, das ist fachlich falsch. Und wissen Sie wieso? Weil Sie verwechseln die Umschlagshäufigkeit des Kapitals mit dem Kapital selber. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie borgen sich 1.000 Euro aus, die werden geliehen und auf diese 1.000 Euro zahlen Sie 10% Zinsen, nämlich 100. Jetzt müssen Sie nicht 1.100, also 1.100 zurückzahlen, das heißt, irgendwo müsste dann ganz jemand panisch 100 Euro herbekommen und finden, sondern diese 100 Euro sind erzeugt worden durch Produkte. Das heißt, Sie haben mit den 1.000 Euro eine Maschine gekauft und diese Maschine macht jetzt 10.000 Euro Umsatz. In der Höhe der Wertschöpfung hat die Zentralbank die Geldmenge indirekt erhöht. Das heißt, Sie haben jetzt, obwohl 1.000 Euro Kredit geflossen sind und 100 Euro Zinsen, haben Sie eine Wertschöpfung von 10.000. Und in diesen 10.000 gehen Sie die 100 Euro für die Zinsen locker aus. Ich weiß, das sind ganz alte Vorurteile, dass die Zinszahlungen einen systemischen Wachstumszwang provozieren würden. Das tun sie nicht. Denn die das behaupten, wie gesagt, haben vergessen, dass das Kapital nicht einmal am 1. Jänner ausgeliehen wird und am 31. zurückgezahlt wird am 12., sondern dieses Kapital verzehn, verzwanzig, verdreißigfacht sich in Form der Umsätze. Das ist das erste Mal. Das zweite ist die Blasenbildung des Kapitals. Und das finde ich ja ganz interessant, dass Sie das ansprechen, weil die Finanzkrise ist ein interessantes Thema. Die Finanzkrise ist schon auch ein bisschen gekommen in den USA, weil man die Zinsen zu weit gesenkt hat, weil man aus politischen Gründen Geld gedruckt hat und geschaut hat, wie kommt dieses Geld eben in die Masse hinein, indem ich die Zinsen senke. Und dieses Geld, wenn Geld zu billig ist, dann fließt es immer in die Spekulation. Also nicht nur dafür, wofür es gedacht ist, nämlich in den Hausbau oder in den Konsum, sondern in Spekulation. Ich nehme an, Sie kommen wieder. Der Punkt ist der Herr Felber hat selber 2006 am Höhepunkt der Spekulation mit zu billigem Geld gefordert, die Zinsen zu senken. Mit der Begründung, man könnte dann die Staatshaushalte billiger finanzieren, man könnte das Geld für die Menschen verwenden, für Sozialleistungen, und man könnte sich und es würde reales Wachstum erzeugen. Die Griechen haben diese Forderung leider übererfüllt. Darf ich die Ebene noch einmal wechseln? Ja, bitte. Sie warnen die ganze Zeit vor der Gemeinwohlökonomie. Ja. Die Gemeinwohlökonomie sagt, wir stellen alles, was wir demokratisch beschließen wollen, zur demokratischen Diskussion. Ja. Sie haben offenbar hier in ganz vielen Punkten eine aus Ihrer Sicht überzeugendere Meinung. Die Gemeinwohlökonomie ermöglicht im Unterschied zu heute,
dass nicht eine irgendwie zustande gekommene Parlamentsmehrheit die Wirtschaftsgesetzgebung macht, sondern die vernünftige und freie Bevölkerung. Das heißt, sie haben mehr Chancen in der Gemeinwohlökonomie, ihre brillanten Ideen und Vorschläge zur Umsetzung zu bringen. Wieso sind Sie gegen die Gemeinwohlökonomie? Ich bin nicht gegen die Gemeinwohlökonomie, ich bin nur gegen Ratschläge wie in den, ich glaube, das haben Sie geschrieben, in den 50 Vorschlägen zu einer gerechteren Welt im Jahr 2006. Zinsen runter, und ich war schockiert, weil das Runtertun der Zinsen hat eigentlich die Finanzkrise provoziert. Und wenn man denkt, wie Griechenland diese niedrigen Zinsen genutzt hat, um eben weitere Sozialleistungen auszuzahlen, um sich billig zu refinanzieren, und wie man gesehen hat, dass wie in Griechenland diese billigeren Zinsen oder in Spanien vielleicht dazu geführt haben, dass Güter importiert werden und dass es eben nicht zu einer realen Produktion kommt, da muss ich sagen, dass manche Ideen nicht der Gemeinwohlökonomie, der sowieso, aber auch ihrer Werke dermaßen fern sind von den volkswirtschaftlichen Vorgängen, da muss man einfach darauf hinweisen. Und da haben wir wahrscheinlich eher geringe Schnittmengen. Das kann sein, möglicherweise sind Problem. Sie gar nicht ja. so gering. Demokratie. Ja. Genau, vielleicht kommen wir zum Thema Demokratie. Das Wort ist auch hier jetzt schon mehrfach gefallen, kommt in Ihrer beider Bücher exzessiv vor, sage ich jetzt mal. Der Vorwurf Ihrerseits ist, dass die Gemeinwohlökonomie zu einem öko-autoritären Regime, wie Sie es formuliert haben, führen würde. Der Herr Felber behauptet, die Gemeinwohlökonomie ist zutiefst demokratisch. Vielleicht können Sie ganz kurz einmal formulieren, wo liegt Ihre Angst? Also warum glauben Sie, dass die Gemeinwohlökonomie ein autoritäres Regime wäre? Wo machen Sie das fest? Diktatur. Naja, ich muss mir ein bisschen weit ausholen. Es ist ein bisschen schwierig, den Herrn Felber zu greifen, weil er die Punkte, die er in die Bücher hineinschreibt, dann sagt, na, ich stelle es ja nur zur Verfügung und nur darüber geredet, also hätte er was machen müssen. Jetzt ist es für mich natürlich schwierig zu sagen, pass uns auf, der Punkt und der Punkt und der Punkt, das ist ganz schwierig, das ist undemokratisch, das entspricht nicht dem Niveau westlicher Staaten, weil dann würden Sie ja sagen, das ist ja eine demokratische Sache, stellen wir nur zur Verfügung, nur Diskussion kam nicht von mir. Ja, was denn? Ich sage jetzt zum Beispiel einfach mal als erstes, wenn Sie die Wirtschaft vergesellschaften wollen, das heißt große Konzerne verstaatlichen oder vergesellschaften wollen, ist das zutiefst undemokratisch. Inwiefern? Warum? Inwiefern? Punkt 1 zum Erfolg, inwiefern? Naja, sie nehmen ja 10.000 oder 100.000 Menschen ihr Vermögen weg. Wenn 10 Familien den Sparkonzern besitzen, dann ist das ihr Konzern, den haben sie aufgebaut. Da müssen wir aber, glaube ich, vorher noch das Thema Vergesellschaften klären. Wenn ja. Sie jetzt mit dem Beispiel kommen, ja. dann müssen wir, glaube ich, vorher noch erklären, wie das überhaupt geplant ist. Ja? Also dieses ja. Wegnehmen gewissermaßen. Sollen wir das jetzt kurz vornehmen oder können wir bei der Demokratie noch bleiben, bevor wir... Vielleicht will Herr Felber das präzisieren, wie es meint oder wie andere es meinen. Inwiefern ist die Vergesellschaftung der Unternehmen, die Sie vorschlagen, demokratischer als der Herr Hörl das sieht? Also geplant ist sie gar nicht, sondern angedacht. Ja. Und als Entscheidung ist sie genauso demokratisch wie jede andere Entscheidung. Was ist der Hintergrund für dieses Denken, für dieses Andenken? Der Hintergrund ist, dass die größten Konzerne derzeit zu groß und zu mächtig sind und dass sie von zu wenigen Personen gesteuert werden und dass deshalb die politische Macht dieser wenigen Personen zu groß ist. Das ist eine aus meiner Sicht absolut liberale Grundposition, weil das liberale Denken sagt, dass jede Freiheit allen gleich zugestanden werden muss und deshalb eine größere Freiheit für mich überall dort begrenzt werden muss, wo dieser Zuwachs an Freiheit für mich deine gleich große Freiheit gefährdet. Das ist können überall. Sie das festmachen, dieses Konzernwachstum, vor dem Sie Angst haben? Ich würde jetzt gerne aussprechen, jetzt nehme ich das Recht für mich in Anspruch. Dieser Freiheitsbegrenzungsanspruch, den leben wir überall, ohne dass wir uns als eine illiberale Gesellschaft betrachten würden. Ja? Ich würde es vielleicht als meine Freiheit betrachten, dass ich sie anspucken, kratzen, dass ich sie berühren darf, aber ich darf das Gott sei Dank nicht, wenn Sie das nicht wollen, weil Sie die gleiche Rechte und die gleiche Freiheit haben wie ich. Ich würde wahnsinnig gern mit 200 km/h durch das Ortsgebiet blättern. Ich darf das aber nicht, weil das würde eben die gleiche Freiheit und andere Rechte anderer gefährden.
ich darf nicht fünfmal hintereinander für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren, obwohl ich mich für den Allerbesten halte, damit auch andere die gleiche Chance und die gleiche Freiheit. Überall sind die Freiheiten begrenzt, um die gleichen Chancen und Freiheiten aller zu garantieren. Und das ist nicht illiberal, sondern im Gegenteil, das ist zutiefst liberal. Und bei der Eigentumsfreiheit ist genau der gleiche Grundgedanke. Die Eigentumsfreiheit wird überhaupt nicht in Frage gestellt, sondern das Übermaß. Und wo kann das Übermaß gefunden und erkannt werden? Indem dort, wo eben das Eigentum und die damit verbundene politische Macht der einen so groß wird, dass den anderen keine gleich große Freiheit und keine gleich große gesellschaftliche und demokratische Teilhabe mehr bleibt. Und ein Beispiel sind die Unternehmen. Und wir sind heute in einer Situation, dass wir von der Marktwirtschaft längst zur Machtwirtschaft gewechselt sind in ganz vielen Branchen. Das heißt, wir haben nicht mehr die gleichen Beteiligungschancen aller, sondern wir haben eine unglaubliche Machtkonzentration bei wenigen. Und deshalb wäre mein Vorschlag, dass wir Mechanismen finden, wie wir diese Überkonzentration an wirtschaftlicher Macht wieder auflösen. Es gibt verschiedene historische Vorbilder. Die Zerschlagung von Großkonzernen war eines der Top-Programme auf der Agenda in den USA am Beginn des 20. Jahrhunderts. Das heißt, wir kennen das nicht vom Kommunismus, sondern wir kennen es vom Kapitalismus, um die Liberalität wiederherzustellen. Es wäre auch jetzt die Ausnahme, weil in Österreich sind 99,6% aller Unternehmen klein- oder mittelständische Unternehmen. Das heißt, es sind allenfalls nicht ein halbes Prozent der Unternehmen überhaupt betroffen, es ist wahrscheinlich nur ein Promille der Unternehmen betroffen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass wir das ist jetzt mal nur ein Andenken, vielleicht finden wir bessere Wege, aber ein Andenken ist, dass je größer ein Unternehmen wird, wenn es Tausende und Zehntausende Beschäftigte hat, dann müssen sowohl Mitbestimmungsrechte als auch Eigentumsanteile an mehr Menschen übergehen als an nur die Kapitalbesitzseite von heute. Das können die Beschäftigten sein, das kann die Allgemeinheit sein, das kann ein sehr buntes Stakeholder-Spektrum sein. Wir denken hier etwas an, wie wir diese Überkonzentration von Macht verhindern können. Und es steht auch im Buch, wenn dann der Effekt ein anderer ist, nämlich nicht, dass dann die Großkonzerne vergesellschaftet und nicht verstaatlicht werden, was ganz was anderes ist, sondern dass dann die privaten Unternehmen einen mächtig, vielleicht den intelligentesten aller Anreize erhalten, eben nicht über diese großen Schwelle drüber zu wachsen, sondern wenn ich mich als privater Volleigentümer frei entscheiden kann, ich möchte größer werden, aber dann muss ich eben die Konsequenz tragen, dass ich dann Macht abgebe oder aber ich bleibe klein und behalte die hundertprozentige Macht, dann ist das aus meiner Sicht der eigentlich intendierte Effekt. Gut, ich glaube, jetzt haben wir ungefähr mal verstanden, was mit dieser Vergesellschaftung hier überhaupt gemeint ist, ab einer gewissen Größe der Unternehmen. Also ich muss da Felber schon Uminterpretation von Liberalismus schon ein bisschen auch ein bisschen den echten Boden wieder zuführen. Liberalismus als Liberalismus etwas zu bezeichnen, liberal. Aus den Menschen. Liberalismus habe ich nicht gesagt. Ich spreche vom Liberalen. Liberal zu sprechen, ja. Ich möchte mir jetzt nicht mit den Begriffsdefinitionen aufhalten. Um gleichzeitig zu sagen, es läge im Interesse der Menschen, deren Vermögen und deren Vermögensrechte wegzunehmen, ist antiliberal. Ganz kurz. Dann die Macht der Konzerne, die sie beschwören. Das sind diese ein bisschen marxistoid klingenden Verschwörungstheorien des 19. Jahrhunderts, die Macht der Konzerne. Ich möchte nur mal sagen, das Kapital von Marx ist 1867 erschienen. Wenn Sie den Kurszettel der Londoner Börse von 1867 nehmen und schauen, wie viele dieser Konzerne jetzt quasi uns schon steuern würden, dann kann ich Ihnen sagen, Sie werden keinen einzigen finden, weil es gar keinen mehr gibt, geschweige denn, dass der Konzern die Welt beherrschen würde. Dass die Machtkonzentration in Österreich so groß wäre bei den Konzernen, ist eine gern gebrauchte Chimäre, um ein bisschen Angst zu erzeugen, um eigene politische Forderungen durchzusetzen. Die echten Beispiele sind mir noch schuldig geblieben. Aus einem der Bücher kann ich mich erinnern, Sie begründen das zum Beispiel im Handel, da wäre die Machtkonzentration sehr groß in Österreich, oder? Ja, das glaube ich. Gut, ich kann dem entgegen, ich war in zwei ganz großen Handelskonzernen und ich kann die Bilanzen lesen, da steht drinnen, die Umsatzrendite ist 1,4%. Das heißt, das heißt 1,4% heißt, vom Umsatz, wenn Sie um 100 Euro netto einkaufen, also Sie geben 120 brutto aus, sind 100 Euro netto, dann bleibt dem Konzern 1,40 Euro. Jetzt, wo wir gute Zeiten haben. Nach es geht Steuern ja um die Größe jetzt und nicht um die Rendite. Die Größe ist, glaube ich, unbestritten. Natürlich, wir haben in Österreich nur 2-3 Konzerne, weil wir ein kleines Land sind. Wir können nicht 20 Konzerne haben wie in Deutschland. Oder
auf den Weltmärkten gibt es. Es geht nicht, ja. Ne? Ja. Das heißt, wir haben 2-3 große Konzerne bei 8 Millionen Leuten, das ist schon ganz in Ordnung. Ob die Konzernmacht groß ist, erkennen wir, ob die Konzerne sich an unseren Kosten bereichern, und das tun sie nicht. Denn die Umsatzrenditen des österreichischen Handels sind weltweit die geringsten. Die haben aber nicht unbedingt mit Macht weniger Geld verdient als im österreichischen Handelskonzernen. Mhm. Gut, vielleicht können wir jetzt von der Vergesellschaftungsdebatte und von der Größe der österreichischen Konzerne zurückkommen zum Thema Demokratie oder nicht. Ja? Herr Felber, Sie sind ja nicht zum ersten Mal mit dem Vorwurf konfrontiert, dass die Gemeinwohlökonomie irgendwo autoritär wäre, bis hin zu post- oder pseudokommunistisch oder dergleichen mehr. Was glauben Sie denn, woher diese Vorwürfe immer wieder kommen? Haben Sie da eine private These gewissermaßen dazu, warum die Leute auf die Idee kommen, dass das so sein könnte? Also die Frage ist wirklich einfach zu beantworten. Das sind eben schon diejenigen Gruppierungen, die von der jetzigen Situation profitieren. Und die Lehrer zum Beispiel. Im Falle einer Demokratisierung, die Julius-Raab-Stiftung zum Beispiel, und die im Falle einer Demokratisierung, sage ich das gleich, Angst haben, dass sich ihre Interessen nicht durchsetzen, und die kommen dann eben mit solchen ganz furchtbaren, wo ist das jetzt? Jetzt bewegen wir uns schon wieder in den nächsten Teil, in dem wir theoretisch schon sein sollten, aber noch nicht sind. Herr Felber, Sie sehen also den Vorwurf als vollkommen ungerechtfertigt und haben auch keine Erklärung dafür, woher er immer wieder auftaucht, außer diese Gesinnung und Angst um die eigenen Die Profiteure Gründe. Des Kapitals. Ja, also sonst kann ich mir nicht erklären, warum. Oder es gibt natürlich auch Präferenzen für Diktatur und für Monarchie und für starke Mann-Dynastien. Aber ich glaube, die sind nicht das Hauptinteresse, sondern das Hauptinteresse ist eben die Aufrechterhaltung der derzeitigen Machtstruktur, die undemokratisch ist. Und ich habe es gleich. Aber vielleicht könnte also es ja auch damit zu tun haben, nur eine kleine These von mir, dass in diesem Buch, in der Gemeinwohlökonomie, so sehr im Detail und ausgeklügelt ein System dargelegt wird und dann aber immer klar gesagt wird, ja, das ist nur ein Vorschlag, all das wird in einem demokratischen Konvent überhaupt erst entschieden und eingeführt. Also dass Ideen abgestraft werden in einer Demokratie? Das wäre mir neu. Nein, ich meine nur, dass die Angst vor dieser Autokratie da irgendwie daher vielleicht auch kommen könnte. Aber die Angst sozusagen. Weil wenn in diesem demokratischen Konvent über eine Gemeinwohlökonomie oder diesen Vorschlag auch entschieden wird, dann kommt ja da notgedrungen ein etwas anderes System heraus, das zumindest verwässert ist, vielleicht auch in eine ganz andere Richtung geht. Kann es dann noch funktionieren überhaupt? Ich versuche jetzt die Angst zu verstehen. Ja. Also es gibt selbstverständlich dann auch berechtigte Quellen der Angst, wie zum Beispiel eben der Realsozialismus, der mit dem Versprechen der Menschenwürde und der Freiheit und der Mitbestimmung aller angetreten ist und sich dann in der realen Umsetzung ins Gegenteil verkehrt hat. Ja. Das trifft aber für den Kapitalismus auch gleich oder in annähernder Weise zu. Auch hier gilt ja das Grundversprechen Menschenwürde, Freiheit und Demokratie. Und es verkehrt sich aber ins Gegenteil. Nein, das und glaub ich nicht. So gesehen ist die, gibt es eine Quelle der Angst, die nachvollziehbar ist. Ja? Und aber diese Quelle wird natürlich strategisch benutzt, um Angst bewusst zu schüren, um zu sagen, jede neue Idee führt zwingend in den Totalitarismus und führt zwingend in die Diktatur und führt zwingend in ein undemokratisches System. Und weil ich diese Angst sehe und sagen, diesen berechtigten kleinen Teil der Angst ernst nehme. Gerade deshalb hat ja auch die Gemeinwohlökonomie den allergrößten Wert darauf gelegt, dass die einzige Forderung, die wir stellen, der demokratische Prozess ist. Und das ist aus meiner Sicht auch die wichtigste und stärkste Immunisierung gegen eine erneute Wendung des Ganzen in was Undemokratisches, dass wir sagen, das Einzige, was wir wirklich fordern, ist der demokratische Prozess. Das Modell, das muss ich auch dazu sagen, das wurde von uns erschrien, ja? Weil wie wir bei den Anfängen von Attac gesagt haben, wir kritisieren die kapitalistische Globalisierung, dann hat es am Anfang jahrelang geheißen, na, über die Auswüchse können wir reden, aber ein alternatives Modell gibt es nicht. Oder wollt ihr den Kommunismus? Ja? Und das war ein ganz, ganz wichtiges Motiv, warum wir
ein vollständiges, kohärentes, stringentes Modell entwickelt haben, um hier ein starkes Argument zu haben. Doch, es gibt eine Systemalternative, aber wir wollen jetzt nicht diese Systemalternative durchsetzen, sondern wir wollen mit dieser Systemalternative nur zeigen, dass es eine Alternative gibt. Und die kann man eben aufdröseln in 20 Elemente und in einem demokratischen Prozess kann man dann die drei oder die vier davon übernehmen. Man kann andere 8 Elemente transformieren und in geänderter Form übernehmen und man kann weitere 5 oder 8 Elemente zurückweisen, weil dann ein Herr Hörl oder eine Julius-Raab-Stiftung oder irgendjemand anderer überzeugende Argumente hat, dass diese wir lieber nicht umsetzen sollten, sondern entweder etwas beibehalten sollten oder etwas ganz anderes, was die Gemeinwohlbewegung, Ökonomiebewegung noch nicht vorgeschlagen hat, dann das umsetzen sollten. Vielleicht könnten wir 20 Argumente zurücksetzen. Sicher, kein Problem. Kein Problem. Zur Demokratie und zur Definition, was Demokratie ist, möchte ich schon mal vielleicht noch 2 Anmerkungen machen. Nicht alleine deshalb, weil alle Menschen etwas abstimmen, ist es noch nicht ganz demokratisch. Man denke nur an den Nationalsozialismus. In den 30er Jahren hätte man eine Umfrage gemacht. Der kommt jetzt auch noch, genau. Na ja, natürlich. Der hat man noch geführt. Dann hätten alle Leute abgestimmt so und so. Das heißt, Punkt 1, Punkt 2, das heißt, eine mittelbare Demokratie hat auch große Vorteile. Wenn wir von Demokratie reden, dann sollten wir auch von Fairness in den Medien sprechen. Und die Fairness ist in Österreich nicht gegeben. Da kommen wir, glaube ich, noch später. Dann sagen Sie, was mir an der Gemeinwohlökonomie eben noch aufgefallen ist, das sind immer wieder so Zitate, da schlucke ich einfach, wenn Sie zum Beispiel sagen, vor 300 Jahren, da wären die Menschen noch gemeinnützig gewesen, hätten sich füreinander interessiert und der Eigennutz ist erst vor 300 Jahren antrainiert worden. Ist das noch zum Thema Demokratie? Geht es noch um Demokratie? Oder ist das nein, ich glaube, nein, das Thema Demokratie, kommen Sie, sagen, Sie darauf noch mal zurück? Kommen wir. Aha. Also müssen wir ihn ausreden lassen. Ich würde den Gedanken nur fort. Da wird eben, der Herr Feldmann zitiert ja auch mich, jetzt möchte ich ihn auch zitieren. Vor 300 Jahren haben wir begonnen, den Menschen zum Eigennutz zu trainieren, auf Ehrgeiz und auf Gier. Und jetzt soll es eben abtrainiert werden, der Mensch soll umerzogen werden, so klingt das in jedem Fall, und soll umerzogen werden zu grenzenloser Solidarität. Dieser Umerziehungscharakter, der ihrem System innewohnt, ist undemokratisch, weil der Herr Felber sagt auch, er möchte alle Wirtschaftsprogramme aller Parteien ein vielleicht, bisschen gleich schließen. Vielleicht bleiben wir kurz bei der Umerziehung, wie Sie es nennen. Die findet sich im Bildungssystem, nehme ich an. Ja, und oder? Ich möchte noch sagen, zum Beispiel ein Zitat ist, wenn wir die Gesetze und Institutionen der Wirtschaftspolitik, der Schulen und Parteiprogramme so umpolen, dass sie die gewünschten reifen und sozialen Charaktereigenschaften des Menschen fördern, dann wird sich das reale Verhalten der Menschen an das neue Menschenbild anpassen. Wir wissen, Karl Marx, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Wenn alle Parteien was Ähnliches sagen, alle Medien was Ähnliches sagen, nur mehr sagen, Gemeinwohl ist gut, Eigennutz ist böse, dann wird sich der Mensch wohl umstellen. Und das hat in der Vergangenheit weder bei Lenin funktioniert noch irgendwo. Die Quelle hätte genau. ich gerne. Genau, danke sehr. Das hat noch nirgendwo funktioniert, auch nicht bei Mao, den haben Sie vielleicht auch jetzt noch, es funktioniert nicht. Das heißt, Sie können den Menschen nicht umpolen und meine Frage ist, wer hätte denn vor 300 Jahren anfangen sollen, uns alle umzupolen oder uns alle umzuerziehen? Ich glaube, da haben wir jetzt sehr viele Dinge und auch einige Unterstellungen drinnen. Wir haben jetzt aber diese Sache mit der Bildung. Ja, Sie werfen dem Herrn Felber jetzt vor, er würde in der Gemeinwohlökonomie oder die Gemeinwohlökonomie würde die Menschen umerziehen wollen. Das lese ich so heraus. Das lesen Sie so heraus. Herr Felber, inwiefern hat die Gemeinwohlökonomie das vor? Ganz kurz machen, das Zitat, hätte ich gern die Quellenangabe. Ich habe es nicht gefunden in meinen Büchern. Die Gemeinwohlökonomie schlägt sehr wohl 6 neue Unterrichtsinhalte vor, nämlich Gefühlskunde an erster Stelle. Das kann ich an diesem Ort mit großer Genugtuung sagen, weil ich bin hier in Salzburg, nicht in der Stadt, aber in die Schule gegangen und wir haben nicht gelernt, als Kinder und Jugendliche über unsere Gefühle auch nur zu sprechen. Das heißt, wir haben nicht gelernt, unsere Gefühle wahrzunehmen, geschweige denn sie zu artikulieren. Und drittens dann, wenn sie artikuliert werden, ernst zu nehmen. Und das halte ich für ganz, ganz, ganz wesentlich.
Und ich glaube, das ist so wesentlich, dass wir das auch in der Schule kultivieren sollten. Das meine ich. Es kommen dann Kommunikationskunde, Wertekunde, Demokratiekunde, Körpersensibilisierung und Naturerfahrung dazu. Ich glaube, vielleicht noch eines: Bei Wertekunde sollten wir eben nicht indoktriniert werden, sondern wir sollten erfahren und auch theoretisch erörtern, dass Konkurrenz selbstverständlich möglich ist, aber was sie mit uns macht und wie sie funktioniert. Und dass Kooperation eine andere Möglichkeit ist und was sie im Unterschied zur Konkurrenz mit uns macht und wie sie uns motiviert. Dass wir dann bewusst darüber reflektieren und uns frei entscheiden können, welche Strategie wir persönlich wählen im Leben und welche dieser Strategien wir mit den Regeln für die Wirtschaft begünstigen wollen. Die anderen lasse ich vielleicht aus, weil alle sechs wird jetzt viel Zeit kosten. Und vielleicht darf ich aber auch noch zu der Bienenfabel sagen, es steht auch in der Gemeinwohlökonomie, dass es für die Menschheit, glaube ich, historisch eine Notwendigkeit war, sowohl in die Extremerfahrung des Realsozialismus zu gehen, ich nenne das, das war die Extremerfahrung der Verbundenheit ohne Freiheit, als auch die Extremerfahrung des kapitalistischen Individualismus, eine sehr dick unter Anführungsstrichen stehende Freiheit ohne Gemeinschaft, damit wir zu einer Synthese, zu einer dialektischen Synthese übergehen können, nämlich zu einer Wirtschaftsordnung, die uns die größtmögliche Freiheit in Gemeinschaft ermöglicht. Das ist zumindest das Ansinnen und das Ziel der Wirtschaftsordnung, die die Gemeinwohlökonomiebewegung sucht. Also man muss einmal ganz deutlich sagen, Herr Felber zeichnet ja ganz gern schwarz-weiß hier. Der Kapitalismus wird so als eine Extremerfahrung gleichgestellt wie der Kommunismus, das tun sie ja in einem Buch ganz dramatisch. Dazu ist schon eines zu sagen, sozialistische Länder waren nie demokratisch, aber die meisten kapitalistischen Länder waren es sehr wohl. Wohlstand kommt mit Kapitalismus, denn vorher haben sie ihn nicht. Und Länder, die reich sind, nur Länder, die reich sind, lassen sich nicht mehr gängeln von moralisierenden Gesellschaftspolitikern, sondern die fordern ihre Freiheit. China war eine gemeinwirtschaftlich organisierte Diktatur. Vielleicht machen wir jetzt nicht nochmal ein neues Thema auf. Nein, weil es war eine gemeinwirtschaftliche Diktatur. Das wäre jetzt schon ein schönes inhaltliches Schlussstatement gewesen, aus meiner Sicht. Aber der Herr Felber durfte drei Argumente sagen. Ich bin mir beim ersten eingebremst worden. Das ist gemein. Das heißt, China wird jetzt wohlhabender und mit dem Wohlstand werden sie auch demokratischer werden. Das ist mal eine Sache. Wenn man sagen muss, dass Kapitalismus automatisch Diktatur oder wenig Demokratie bedeutet, das ist eine Unterstellung, die sich nicht zeigt. Die Länder, die durch den Kapitalismus den größten Wohlstand haben, sind in der Regel auch federführend in der Demokratie. Herr Hörl, ja. Wir sind zeitlich schwer im Verzug und wenn die beiden einverstanden sind, dann würde ich jetzt wirklich vorschlagen, wir könnten noch ganz viele, es gäbe noch viele interessante inhaltliche Themen, vielleicht kommen wir dann bei den Publikumsfragen auch nochmal zurück, aber wir haben noch einen dritten Teil und den sollten wir jetzt in Angriff nehmen und zwar geht es da jetzt um Vorgangsweisen und Kommunikationsstil. Wir hatten ja jetzt gewissermaßen zwei Teile dieses Abends, in denen der Michael Hörl Kritik an den Fakten und dann an den Entwürfen vom Herrn Felber geübt hat. Und auch der Herr Felber hat aber schon eine grundsätzliche Kritik gewissermaßen an Herrn Hörl formuliert, und zwar eben zu dessen Vorgangsweise und Kommunikationsstil in einer ausführlichen öffentlichen Stellungnahme, die Sie vor eineinhalb Monaten geschrieben haben. Erklären Sie uns doch bitte kurz, wieso Sie sich dazu veranlasst sahen und wo hier die Problematik liegt für Sie. Ja, ich verkürze es gerne auf 2-3 Minuten, weil es wirklich die Zeit sehr weit fortgeschritten ist. Den wichtigsten Teil habe ich schon mitgeteilt. Also ich finde es einfach unsauber, wenn man mir Zitate zuschiebt, die ich nicht getan habe. Was soll ich da noch erklären? Ich finde das keine schöne... Also ich versuche hier eine soziale Bewegung aufzubauen, eine Demokratiebewegung,
Und das kommt als Antwort von der Julius-Raab-Stiftung, also nicht von Michael Hörl, oder aber jetzt direkte Rückfrage an Sie, Herr Hörl, sind Sie in irgendeiner Weise an dieser Broschüre beteiligt? Herr Felber. Nein, nur schnelle Antwort, ja oder nein? Ja oder nein? Die Gegenfrage. Gut, dann gehe ich weiter. Ich muss immer sehen. Dann gehe ich weiter. Ich sage gerne nein. Aber die Bücher von Herrn Felber sind ja gespickt mit Arbeiterkammer. Ich bin jetzt am Wort und ich würde jetzt gerne noch am Wort bleiben. Sie können ja. Genau, also Methode, Herr Hörl. Wo ist jetzt mein Dingsbums da? Herr Hörl schreibt eine Intervention an den Österreichischen Rundfunk. Ich möge dort nicht auftreten. Die ist auf den Sitzen ausgeteilt. Sie können sich ein eigenes Bild über diese Methoden machen. Vielleicht auch schon die Eigenwerbung des Buches. Sie sagen, Sie haben das erste globalisierungskritische Buch geschrieben, Europas. Ich habe in meiner großen Bibliothek nachgeschaut. Die 10 Irrtümer der Globalisierungsgegner erscheinen nicht 2012, sondern 2003 im sehr renommierten Eichborn Verlag. Die Zitate, hier noch vielleicht ein Beispiel. Auf kapitalistischen Märkten gibt es keine wirklichen Innovationen, schreibt Herr Hörl an die Salzburger Medien, ein Teil der Medien ist ja hier, und gibt sogar eine Quelle, eine Seitenanzahl in meinem Buch als Quelle an. Ich habe dort selbst nachgeschlagen, ich kann mich nicht identifizieren mit dieser Aussage, das ist mein Originalzitat. Und die Aussage ist eine gravierend andere. Okay. Wo ist die anders? Wo ist die anders? In meiner, wenn ich meine eigene Aussage interpretieren darf, dann, gescheit formulieren wäre, dann steht über den Anteil der Innovationen in meinem Zitat nichts. Das können drei ganz dringende sein oder es können alle ganz dringenden sein. Aber die Aussage ist ganz schwierig, in jedem Fall. Gut, und dann hier noch ein Beispiel. Felber behauptet, die Planwirtschaft des Kommunismus habe die Menschenwürde weniger verletzt als der heutige Konkurrenzkapitalismus. Dieses Zitat unterstellen Sie mir. Und wenn man dann nachschlägt bei der angegebenen Seitenanzahl, also es scheint korrekt zitiert zu sein, aber das Originalzitat ist ein ganz anderes. Das Individuum und seine Kreativität, mehr noch seine Autonomie, zählten nichts in der Planwirtschaft. Eine mindestens gleich große Verletzung der Menschenwürde wie im Konkurrenzkapitalismus. Also das ist unsauber, das überspringe ich. Ja, das sage ich noch in einer Aussendung an alle Parlamentsabgeordneten in Österreich oder zumindest, vielleicht waren es nicht alle, aber an mehrere jedenfalls, wird hier sozusagen eine dreiseitige Schmähschrift gegen mich versendet. Mit im Header, also das ist der Untertitel, steht drinnen, Sparvermögen werden eingezogen. Das steht so, ohne Quellenangabe und ich habe das nie so gesagt, ich habe das nie so geschrieben und ich will das auch nicht. Und das letzte, Felber träumt vom Globo und vergisst, dass die Euro-Krise durch eben eine solche europaweite Weltwährung, das ist ja eine schöne Konstruktion, erst entstanden ist, ja. Und hier möchte ich wirklich einladen, noch einmal nachzuschlagen, was steht hier wirklich drinnen, oder im neuen Buch Retten wir den Euro nachzuschlagen, weil da steht inhaltlich etwas ganz anderes drinnen. Es steht ein ganz klares Nein zu einer Weltwährung und es steht ein Ja für eine globale Währungskooperation, wie sie nicht der Felber erfunden hat, wie sie nicht der Tuck erfunden hat, sondern wie sie John Maynard Keynes 1944 entworfen hat, wie sie aber leider in Bretton Woods nicht umgesetzt wurde. Am besten Sie lesen selber nach und dann können Sie auch noch einmal die Zitate vergleichen. Das ist unsauber und ja, dagegen verwehre ich mich. Und da hat sich der Herr Hörl viel zu weit aus dem Fenster gelehnt. Ich habe jetzt nicht alle Zitate, wo Sie schlampig zitiert haben, dabei. Ich möchte aber ganz kurz was sagen, das erste globalisierungskritische Buch, das ich hier in globalisierungskritische Buch, das ich hier verfasst habe, ist deshalb einmalig, weil ich versucht habe, es zu erklären, warum die Irrtümer entstanden sind. Das war mir einfach ganz wichtig. Ich bin auch für neue Unterrichtsfächer, aber nicht für Gefühlskunde, sondern ich bin der Meinung, wir brauchen Betriebswirtschaftslehre im Gymnasium, in den geisteswissenschaftlichen Fakultäten, wir brauchen Wirtschaftsbildung. Seit 50 Jahren entlassen wir unsere Menschen ohne
wirtschaftlichen Sach- und Hausverstand in eine Welt voller Wirtschaft und wundern uns, dass sie sich die Welt mit der Verschwörung des Kapitals erklären. Die Haarspalterei, Herr Felber, wie es was gemeint ist. Ich glaube, die Message war klar. Das, was Sie in Ihrem Buch Mittelweg zwischen Kommunismus und Kapitalismus tun, ist, Sie verharmlosen die Exzesse des Kommunismus. In diesem Buch, das ist ganz interessant, es ist eine hasserfüllte Abrechnung mit dem Kapitalismus, mit allem Schlechtem, was der Kapitalismus in den Menschen auslösen würde. Und die kommunistische Planwirtschaft kommt irgendwo ganz, ganz hinten in 4 Zeilen vor. Der Fehler ist, Sie sagen immer, Sie wollen Karl Marx umsetzen in diese Welt, aber ohne die Fehler der Planwirtschaft der Kommunisten. Da liegt der Grundfehler. Sie können einen Karl Marx nur umsetzen, wenn Sie eine Planwirtschaft inszenieren. Lenin hat die Planwirtschaft... Herr Höll, darf ich Sie jetzt nur bitten, wir sind jetzt von den Inhalten schon weg, wir befinden uns jetzt in Vorgangsweise und Kommunikationsstil. Vielleicht können Sie uns erklären, was Sie bewogen hat, diesen Brief an den ORF oder an die Abgeordneten zu schreiben. Das mache ich sehr gerne. Bitte. Die Sparvermögen werden eingezogen. Ich kann es jetzt schwer argumentieren, weil der Herr Felber dann immer sagt, naja, sowas ist nicht gemeint. Sie brauchen Sie nur zitieren. So, wo steht es denn? Das heißt, in dem Moment, wo es heißt, die Vermögen werden auf demokratische Banken überwiesen, ist es ein Einziehen, weil ich mit meinem Geld flüchten werde. Die Menschen werden nicht ihr Geld auf die demokratische Bank einzahlen, das haben sie noch nie gewollt. Und solange es noch demokratische Länder gibt, mit westlichem Standard, werden sie ihr Geld dorthin bringen. Das heißt, sie müssen diese Geldmengen irgendwie stoppen an der Grenze, weil mit einem Mausklick ist das Geld heute über der Grenze. Dann der Globo, das ist schon auch etwas, das ist ein bisschen amüsant. Wir hatten den Transferrubel in der Sowjetunion. Bitte, wir sind von den Inhalten jetzt wirklich weg. Ich muss Sie bitten, sich irgendwie zum Thema zu äußern. Zum Thema Medien. Es ist ja so, dass der Herr Felber auf einer breiten Welle medialen Interesses getragen wird. Wenn der Herr Felber auf Ö1 ist, dann ist das kein Interview, sondern ein Gespräch unter Freunden. Wir leben heute in einer Welt, in der jeden Tag eine Wutmeldung der Arbeiterkammer, die ja auch den Herrn Felber seine Bücher ganz gern redigiert hinten, hinausknallt mit dem Wortlaut oder mit der Botschaft, alles wird ungerechter, einige ganz wenige krallen sich immer mehr und euch allen geht es schlechter, so wird Wut erzeugt. Wenn der Herr Freund in der ZIP 2 den Armutsbericht der Europäischen Union vorstellt, in dem steht, die Armut wird weniger und der Herr Freund sagt im ORF, die Armut wird mehr, dann gibt es niemanden, der aufsteht und sagt, es stimmt nicht. Wenn die Arbeiterkammer behauptet, Sie kritisieren jetzt den ORF, verstehe ich das richtig, oder? Das Problem ist, Sie kommen in den Ö1, Sie kommen in den ORF oder vor allem in Ö1 nicht hinein, wenn Ihre Meinung nicht links oder linksextrem ist. Sie kommen nicht rein. Und das hat Sie veranlasst, den Brief zu schreiben? Ich habe einen Artikel, ich dokumentiere es ja und ich versuche das zu dokumentieren. Sie haben auf Ö1 jeden Tag... Herr Hörl, ich glaube, vielleicht noch denselben Grund hatte das Schreiben an die Abgeordneten. Natürlich. Sie kommen sonst nicht zu Wort rein, wenn Sie konservativ oder wirtschaftsliberal denken. Gut. Das ist das Problem. Ja. Also der Grund... ist auch in Ö1 berichtet worden. Nein, ist nicht. Ich weiß es. Echt? Ja. Hey, cool. Danke. Nee, Sie waren ja auch schon im Club 2 zu Gast, wenn ich mich nicht irre, Herr Hörl. Aber Sie haben jeden... Ich habe einen Artikel gemacht und wollte recherchieren. Ich verstehe schon, was Sie meinen. In der vorletzten Woche, Donnerstag, Freitag, habe ich mir alle 5 politischen Sendungen angeschaut, die auf Ö1 gelaufen sind. Alle 5 haben den marxistischen Philosophen gehabt, der von der Verschwörung der Wirtschaftsblöcke gegen die Leute, dann vom Neoliberalismus berichtet und so weiter. Gut. Niemand sagt, dass wir nicht über Armut und Kapitalismus zum 1000. Mal diskutieren sollen, aber ich verlange für Ö1 eine 25%-Regel. Das heißt, dass 25% der Inhalte entweder einen konservativen oder wirtschaftsliberalen Hintergrund haben sollen. Nicht mehr verlange ich. Gut, da sind wir jetzt bei der Medienreform. Die hat hier nicht unbedingt was verloren. Ich denke, wir haben jetzt... Demokratie. Ja, schon. Nur wir können, also was der ORF jetzt falsch macht oder nicht, ist jetzt nicht Thema hier bei uns. Ich sage, jemand, der... Ich fordere jetzt den Respekt der Moderation, das war auch eine vereinbarte Spielregel, das ist auch Demokratie.
Es war auch eine vereinbarte Spielregel, Herr Kelmer, dass Sie keinen zweiten Vortrag bringen. Ja. Ich glaube, also, wir haben jetzt verstanden, worum es jetzt in dieser Kommunikationsstil- und Vorgangsweise-Thematik geht. Und jetzt, meine Damen und Herren, haben Sie endlich die Möglichkeit, sich selber noch einzubringen. Der Kollege wird mit dem Funkmikrofon sich auf den Weg machen und ich darf Sie jetzt um Ihre Kommentare, Fragen, Wortmeldungen zu diesem Abend heute bitten. Es gibt da jetzt eine Wortmeldung und noch kein Mikrofon. Danke. Grüß Gott, mein Name ist Jan Schuster, ich bin 22 und studiere eben sowas wie Medienkunst, kann man das nennen. Aber ich befasse mich viel mit Wirtschaft und habe diese ganze Grundsache, also zumindest Modern Money Mechanics habe ich gelesen, das muss Ihnen beiden ein Begriff sein. Und, muss das wirklich? Ha? Wie heißt er noch? Ich? Ja, nein, wie heißt er nochmal? Jan. Hallo, ich bin Jan. Nein, der, hallo, den du zitierst. Hallo, gut. Okay, auf jeden Fall. Was die Quelle, ich habe Hennings. Ja. Bitte? Okay, gut. Hennings, danke. Danke. Okay, gut, auf jeden Fall. Genau, das Erste, wenn Sie mir erlauben, ich weiß, ich bin jünger, aber vielleicht ein 30-sekündiges Feedback, was ich gerne als junger Mensch geben möchte, weil... ich finde, es wird ein bisschen zu sehr aufgehängt auf Kleinigkeiten, wo ich finde, ist das wirklich erwachsen, dass man eine Stunde lang über Quellen diskutiert oder sowas? Das ist halt die Geschichte. Ich finde das, und vor allem, wenn man in die Haifischwelt der Wirtschaft will, Herr Felber, dann muss man sich eine gewisse Härte aneignen, weil Sie sagen ja selbst, die Leute sind relativ aggressiv, lügen viel, die Gier ist dort der Motor. Deshalb, wenn Attacken kommen, wäre es vielleicht sinnvoller, dir mal abzublitzen und wirklich bei der Sache zu bleiben, als sich persönlich angegriffen zu fühlen. Und das andere ist, was ich halt, also und ein zweites Ding, ein Herr Lob für den Herrn Hörl aus einem Grund. Ich bin vielleicht nicht Vertreter Ihrer persönlichen Interessen, aber ich finde, Sie sind spezialisierter wie Herr Felber und es könnte Ihnen schwerer fallen, einen, sagen wir mal, lebensnahen Aspekt, also eine Sichtweise zu sehen. Nur kurz hier als Antwort, Sie gaben einmal das Beispiel mit, wenn man sich Geld leiht, steckt man das in die Maschine, um daraus wieder neu zu schöpfen. Das ist ein wirtschaftlicher Ansatz. Ich will jetzt nicht persönlich werden, aber meine Mutter hatte diese Möglichkeit nie. Sie hat sich Geld geliehen, um uns Essen zu kaufen. Und wie man aus dieser Schiene rauskommt, da warte ich auch auf eine Antwort von der Wirtschaft jetzt seit langem. So, was ich konkret sage. Ich bin jetzt 22 und ich finde, das sind alles schöne Diskurse, aber es fehlen einfach konkrete, einfach, wir sind im Zeitalter des Internets, Geld ist digital, Sie haben das Thema Geldschöpfung aus dem Nichts oder aus dem Zins heraus komplett weggelassen. Das war ein Punkt, den ich gern gehört hätte bei der nächsten Debatte. Und ich würde gern von eben zwei Wirtschaftsexperten aus zwei verschiedenen Sparten gern die Antwort hören auf die Frage, was wäre, wenn ein junger Mensch versuchen würde, ein, sagen wir mal, nicht rechtlich konsequent durchgezogenes Wirtschaftssystem zu machen, sondern einfach ein Punktespiel für Kids zum Ausprobieren, wo ein negatives Zinssystem drinnen ist. Das heißt, wenn ich Geld habe, zerfällt es mit der Zeit. Wenn ich kein Geld habe und in Schulden bin, wird dieses wieder aufgefüllt. Was könnten da Vorstellungen sein? Wird das funktionieren Ihrer Meinung nach oder Ihrer Meinung nach? Genau, das ist eine konkrete Frage. Schön. Wer möchte beginnen? Ja, gerne. Es waren jetzt mehrere. Ich nehme das sehr gerne zur Kenntnis, dass das mit den Zitaten und den Quellen ein bisschen zu viel war. Aus meiner Sicht war es notwendig, um die Vorgangsweise zu beschreiben. Wir haben den Hauptteil sozusagen den großen Themen gewidmet. Gefehlt hat die Geldschöpfung, die findet im Buch sehr wohl Platz, in mehreren Büchern. Und ganz kurz gesagt, sie soll von den privaten Banken nicht mehr durchgeführt werden dürfen. Und der konkrete Vorschlag ist das Vollgeld, den ich unterstütze persönlich. Und die demokratische Bank, die wir gründen wollen, die versucht das in ihrem Geschäftsmodell, soweit dies unter den jetzigen Spielregeln möglich ist, nämlich unter den jetzigen Bilanzierungsspielregeln, kann das eine einzelne Bank grundsätzlich gar nicht machen. Es müssten die Bilanzierungsspielregeln für alle Banken geändert werden, damit die Geldschöpfung ein Ende hat. Aber wir versuchen das trotzdem weitgehend. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz spannender
ganz spannendes Element unseres Gründungsprojektes, dass wir hier innerhalb des jetzigen Systems, das ganz massiv auch auf privater Chiralgeldschöpfung beruht, eine Alternative vorzuleben. Und das Schwundgeld ist selbstverständlich eine Möglichkeit. Es ist nicht nur eine theoretische Möglichkeit, sondern es war ein praktischer Erfolg im Wörgl der 1920er Jahre, während in der großen Depression die Arbeitslosigkeit in Österreich in Richtung 20% geschossen ist und die Wirtschaft rapide geschrumpft ist, ist die Wirtschaft in Wörgl dank des Schwundgeldes zweistellig gewachsen und die Arbeitslosigkeit ist in Richtung 0% hinuntergegangen. Das Experiment von Wörgl wurde von der österreichischen Notenbank dann abgewürgt, weil sie gefürchtet hat um ihr Währungsmonopol. Und in diesem Buch ist, glaube ich, das Experiment von Wörgl in der deutschen Version noch nicht drinnen, aber in der spanischen Version, die jetzt gerade erschienen ist, empfehle ich für Griechenland auf jeden Fall einmal, dass sozusagen eine Möglichkeit, die Wirtschaft anzukurbeln, es gibt zwei Möglichkeiten, die Wirtschaft anzukurbeln in Griechenland. Die erste Möglichkeit, ein mächtiges Konjunkturprogramm, so ähnlich wie der Global Marshall Plan. Und die zweite Möglichkeit, ein Schwundgeld in Griechenland, das parallel zum Euro zirkuliert. Das wäre eine Möglichkeit, wie man jetzt Griechenland aus der Abwärtsspirale herausholen kann. Danke. Zwei Punkte, das ist das Schwundgeld und die Geldschöpfung, das sind beides zwei wichtige Punkte. Das Schwundgeld, vielleicht für alle, die es nicht kennen, das war in der Wirtschaftskrise der 20er Jahre, das heißt, die Leute haben das Geld ausbezahlt bekommen, aber kein normales Geld, sondern sie mussten etwas bezahlen, weil sonst wäre es weniger wert geworden mit jeder Zeiteinheit. Das war damals in einer totalen Krisensituation völlig in Ordnung, aber Schwundgeld verunmöglicht, etwas zu sparen. Wenn Sie aber nicht sparen können, können Sie auch nicht auf eine Wohnung sparen oder auf ein Konsumgut. Das heißt, in einer großen Notsituation ist es in Ordnung, aber für die gesamte Wirtschaft ist es eher zweifelhaft. Zur Geldschöpfung ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Deutsche Bundesbank hat seit 1973 die Bestimmung drinnen, dass die Geldmenge nur so weit erhöht werden darf, wie die Wertschöpfung ist. Ganz vereinfacht gesagt, eine Volkswirtschaft produziert um 5% mehr Wertschöpfung, also vereinfacht gesagt mehr Güter, dann darf die Geldmenge um 5% erhöht werden. Das heißt, die Leute haben dann auch mehr Geld, um die neuen Güter kaufen zu können. Es fehlt nirgendwo. Das Problem war nur, dass die amerikanische Notenbank diesen strikten Passus der Deutschen Bundesbank nicht hat. Und wenn die Güter in Amerika halt um 5%, wenn die Wirtschaft um 5% mehr Güter produziert hat, dann haben die Amerikaner 7%, 8%, 10% mehr Geld gedruckt, haben die Zinsen gesenkt, damit möglichst viele Leute es sich ausborgen. Und so hat man halt einen Boom auf Pump initiiert. Und natürlich waren die ganz großen Gewerkschaften dahinter. In Österreich war auch die Wirtschaftskammer dahinter, interessanterweise, dass die Zinsen da weiter abgesenkt werden. Die Wirtschaftskrise, die Eurokrise, die US-Finanzkrise wäre gar nicht passiert, wären die Zinsen nicht abgesenkt worden, so künstlich. Hätte man eben nicht auf diesem Klavier der Geldmenge gespielt. Geben ein einfaches Beispiel. Hätten die Amerikaner die Zinsen nicht von 5 auf 1% abgesenkt, sondern hätten sie bei 5% lassen, hätte es keinen Sinn gemacht, sich 10.000 oder 100.000 Dollar auszuborgen für 1%, sich eine Wohnung zu kaufen, mit der ich 5% Rendite mache, und ich mache eben dann 4% Rendite aus nichts. Wenn ich nicht 5% für einen Kredit bezahle, wo ich 5% Rendite mache, macht das keinen Sinn. Weil man aber die Zinsen auf 1% gesenkt haben, haben die Menschen sich um 1% die Kredite ausgeborgt, haben sich Wohnungen gekauft, vermietet, 5% verdient und 4% Profit aus nichts herausgemacht. Wir müssen mit dem Finger aber gar nicht auf die Amerikaner zeigen, wir Österreicher sind um nichts besser. Die Schweizer Frankenkredite haben auch bei uns. Ich glaube, es soll jetzt geführt, noch kein Wirtschaftskundeunterricht werden. Ja, ich glaube, die Frage ist soweit beantwortet. Ich glaube, das führt uns jetzt ein bisschen zu weit und ich glaube, es gibt sicher noch andere Wortmeldungen, weil sonst gehen wir da jetzt zu weit in ein Thema hinein. Es gibt jetzt eine Wortmeldung, hier links war die erste und dann auf der rechten Seite noch. Bitte. Ja, hallo, grüße euch, ich heiße Christian und mich beschäftigt also jetzt schon Jahrzehnte das Thema, das gesagt wird, wir würden in einer Wohlstandsgesellschaft leben,
Mein Eindruck ist, dass wir in einer Raubgesellschaft leben. Wir hinterlassen, also das System funktioniert nur mehr, weil wir den nächsten Generationen heute sowohl wirtschaftlich, finanziell als auch ökologisch alles auflasten, was hier nicht bewältigt und bearbeitet wird von unserer Gesellschaft. Und eigentlich können die nichts dafür, dass nach uns kommen. Also das ist eigentlich der Fluch der späten Geburt, würde ich mal sagen. Und ich würde gerne wissen, wie die zwei Herren das sehen, wie unser Wirtschaftssystem, ich meine, Finanzkrise, ich habe den Eindruck, eigentlich weiß keiner mehr, wie das zu lösen wäre. Wir sind am Punkt, am Abgrund eigentlich, und es wird halt nur so geredet, als würde das mit den Mittelmeerländern dergleichen irgendwie funktionieren. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Genauso wie das mit dem Klima eigentlich nicht am Laufen ist, dass die Änderungen stattfinden. Ich würde gerne wissen, wie die zwei Herren das sehen und was man da machen könnte, falls sie das so sehen wie ich, dass man das ändert. Die Wirtschaftskrise, ganz vereinfacht gesagt, ist eine Krise politisch übersteuerter Geldmengen durch zu geringe Zinsen. Ganz knallehart gesagt, wenn Sie die Zinsen anheben würden, würden Sie Liquidität aus dem Markt nehmen. Das heißt, wenn die Banken wieder mehr Zinsen bezahlen würden, würden die Leute mehr sparen. Das heißt, man würde Geld aus dem Kreislauf herausnehmen. Das Problem ist nur, wir haben uns in den letzten 20 Jahren an zu geringe Zinsen gewohnt. Das heißt, die Unternehmen würden uns wahrscheinlich, die Renditen sind so gering zurzeit, dass wir wahrscheinlich diese höheren Zinsen nicht bezahlen könnten. Außerdem haben die Sozialstaaten sich daran gewöhnt, dass sie ihre Sozialleistungen billig refinanzieren. Das heißt, auch da haben wir ein bisschen über unsere Verhältnisse gelebt. Aber was glauben Sie denn, wie wir jetzt diese schwierige Situation ändern, bessern, retten könnten? Haben Sie eine Vision dazu? Glaube ich schon, aber die wäre, ich glaube nicht, dass Griechenland von alleine herauskommt. Wir werden sehr wahrscheinlich die Drachme denen zurückgeben müssen, die wird dann um 50% abgewertet. Warum ist das so? Eine europäische Weltwährung, darum habe ich das zuerst so gesagt, das war kein Widerspruch in sich, sondern das war tatsächlich so gemeint, eine europäische Weltwährung hätte der Euro werden sollen. Im Endeffekt hat es aber sehr ungleiche Partner aneinander gekettet. Die Baden-Württemberger sind Erfinder, sind Tüftler, bauen die besten Maschinen auf der Welt. In Griechenland haben sie leider nicht die Mentalität, dass da jetzt tolle Maschinen gebaut werden. Sie haben diese Unternehmer nicht. Die Industrie sind 7% am BIP. Das ist das Problem. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In den 80er Jahren... Herr Hörl, vielleicht... Okay, ich glaube, das hat jetzt mit der Frage nichts mehr zu tun. Doch, es hat damit zu tun, dass die Produktivität in Griechenland eine andere ist, ja, als der Euro ihnen, ja, zuteilt. Ja. Er kettet sie an deutsche Produkte. Mhm. Und das ist das Problem. Mhm. Es wird diese Kette nicht gehen, außer man reduziert dieses Verhältnis. Mhm. Ja. Bitte? Ich bin... Hat er ja gerade gesagt. Seine Meinung zu Ihrer Frage. Ja, zur Ökologie, habe ich es nicht gesagt, das stimmt. Ich finde es traurig, dass die Amerikaner, die Energie ist in Amerika zu gering besteuert, fast gar nicht, das ist sehr traurig. Ich bin für strenge Klimaziele, ich finde auch, dass Amerika sich endlich am Kyoto-Protokoll beteiligen sollte. Österreich tut zu wenig, viel zu wenig, wir haben es ausgeruht auf den abgeschriebenen Wasserkraftwerken, aber ich muss trennen. Die Systemfrage der Marktwirtschaft, Kapitalismus, egal wie man es jetzt definiert, ist die eine Frage, aber die Frage der Ökologie ist eine andere Frage. Denn in einer kapitalistischen Marktwirtschaft haben sie funktionierende Märkte. Und wenn eine Gesellschaft demokratisch will, dass die Energie endlich teurer besteuert wird, dann kann ich das in einer kapitalistischen Marktwirtschaft einfacher umsetzen, als in einer von Experten gesteuerten, die dann die Preise ausmachen. Das hat doch in der Vergangenheit nicht funktioniert. Ich glaube auch, wenn Amerika endlich ein Meinungswandel wäre in der Bevölkerung, dann würden die Amerikaner es auch sehr radikal und sehr schnell umsetzen. Wenn die Amerikaner etwas wollen, dann tun sie es auch. Okay. Aber wie gesagt, es ist, die eine ist eine Systemfrage und die andere ist eine Ökologiefrage. Das betrachten Sie getrennt. Das heißt jetzt doch Ökodiktatur statt Ökodemokratie. Ich glaube, ich höre alles falsch heraus. Ich muss jetzt langsam um Zeitanteile betteln, aber ich habe auch das Publikum im Auge. Und ganz neue Erfahrung für Sie. Oh, danke. Ja, doch, es ist eine in den letzten 50 Minuten nicht mehr so häufig gemachte Erfahrung. Oh. Ganz kurz,
Ich glaube, dass wir auf dieser Erde eine Menschheit sind und dass wir die ökologischen Grenzen dieser Erde respektieren sollten. Ich bin sehr froh, dass in den modernen Verfassungen die Erde erstmals einen Eigenwert zuerkannt bekommt. So kann man dann eben auch weiterdenken in Richtung großes Thema. Soll es überhaupt Eigentum an Natur geben oder sind wir nicht selbst Geschenke dieser Natur? Ist nicht die Natur die Mutter von uns allen und können wir Eigentum an unserer Mutter besitzen? Also ich denke, ich würde die Frage gleich weiterspinnen, bevor ich sie beantworte. Die Verfassungen, in denen das drinnen steht, sind die von Ecuador und Bolivien. Das sind wunderbare Inspirationen für unsere zukünftigen demokratischen Verfassungen. Und weil wir eine Menschheit auf einem begrenzten Planeten sind, würde ich den kategorischen Imperativ ins Ökologische weitertragen. Und das heißt, dass wir alle einen solchen Lebensstil, was den Ressourcenverbrauch und was die Belastung der Erde, ökologische Belastung der Erde betrifft, wählen sollten, dass allen Menschen auf der Erde dieser gleiche Lebensstil möglich sein kann. Und das bedeutet für uns in Europa, dass wir unseren Ressourcenverbrauch um ungefähr 3/4 bis 4/5 reduzieren müssen, wenn wir die Tragfähigkeit der Erde nicht überstrapazieren wollen, über Gebühr, und wenn wir nicht die gleichen Lebenschancen von Menschen in anderen Erdteilen und auch zukünftige Generationen einschränken. Das deuten manche als Ökodiktatur. Aus meiner Sicht ist das wieder zutiefst liberal, weil wir eben die gleichen Rechte, nämlich die ökologischen Verbrauchsrechte und die gleichen Freiheiten für alle schaffen wollen. Das ist zutiefst liberal und das hat aber zur radikalen Konsequenz, dass wir den Pro-Kopf-Ressourcenverbrauch um, wie gesagt, 80% verringern müssten. Und das wäre aus meiner Sicht eines der ganz zentralen Elemente einer neuen demokratischen, aber auch eben ökologischen Wirtschaftsordnung. Vielleicht habe ich jetzt wieder... Ich glaube, die Diskussion können wir jetzt nicht mehr weiterführen. Okay. Ich würde jetzt wirklich um die nächste Wortmeldung... Danke. Guten Abend, mein Name ist Paul Ettel, ich bin Unternehmer. Ich bin auch seit vielen Jahren in der Wirtschaftskammer tätig und bemühe mich in der Wirtschaftskammer auch darum, dass das Thema CSR und Nachhaltigkeit zum Thema für die Unternehmer wird. Ich habe auch hier im Haus schon Vorträge gehalten, wie Unternehmer Nachhaltigkeitsberichte schreiben, CSR-Berichte schreiben. Ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema, das gerade in Salzburg eigentlich von der Kammer auch sehr gefördert wird. Ich habe dann vor 2 Jahren das Buch von Herrn Felber gelesen, habe dort gelesen, wie er eine Gemeinwohlmatrix vorschlägt, mit einem Gemeinwohlbericht und einer Gemeinwohlbilanz. Und diese Instrumente, diese Gemeinwohlmatrix, der Gemeinwohlbericht und die Gemeinwohlbilanz, sind meiner Meinung nach das, was eigentlich CSR immer wollte, eine wirkliche Weiterentwicklung dieses CSR-Gedanken. Und ich finde es eigentlich schade, dass dieses wichtige Tool, das in dieser Bewegung so große Bedeutung hat, heute gar nicht andiskutiert worden ist. Davon gibt es von Ihnen auch keine Kritik. Von Ihnen gibt es nur Kritik über Randbedingungen, aber nicht über dieses eigentlich, wie ich sehe, sehr wichtige Tool. Ist es jetzt als Frage auch gedacht, also wollen wir vom Herrn Hörl jetzt noch wissen, was er von dieser Matrix hält für die Unternehmen? Ich frage mich, warum kritisieren Sie nur rundherum und warum kritisieren Sie nicht das, was wirklich, oder haben Sie dann eh keine Kritik an dem, was eigentlich in der Gemeinwohlökonomie von Unternehmern, von Pionierunternehmen gemacht werden kann? Es sind schon 1400 übrigens und wir nennen das auch das Herzstück der Gemeinwohlökonomie. Ich hätte es auch ins Spiel bringen können. Okay. Warum ich mich nicht mit der Gemeinwohlbilanz nicht beschäftige, ich glaube nicht, dass mir die Zeit zugestanden wird, aber ich finde, dass viele Sachen schon Kernthemen sind, gerade wenn wir auf Ökologie zu sprechen kommen. Vielleicht verstehe ich das wieder falsch und vielleicht ist es auch nicht so in Stein gemeißelt, was ich da jetzt aus den Büchern von Herrn Felber rauslese, aber wenn künftig die Rohstoffmärkte keine solchen Bedarf mehr spiegeln sollen, sondern die Preise ausgehandelt werden. Aber jetzt sind wir bei der Gemeinwohlbilanz der Unternehmen, ja, um die ging es jetzt. Dann hat das aber schon eine Auswirkung, eine ganz markante Auswirkung, weil wenn die Preise nicht mehr auf den Märkten gemacht werden, sondern von Politikern ausgehandelt werden, wären sie, wie damals in der Sowjetunion, eher zu tief angesetzt. Das heißt,
der Ressourcenverbrauch wäre wahrscheinlich ein höherer als in der Marktwirtschaft. Und was hat das mit der Gemeinwohlbilanz zu tun? Das heißt, das ist für mich ein wichtiger Punkt, über den man nicht hinweggehen kann, weil dieser Mechanismus nicht funktionieren wird. Gut. Zur Gemeinwohlbilanz, da habe ich schon auch eine etwas kritischere Meinung, weil hier eine Paralleldemokratie ein bisschen entsteht, wo man sagt, okay, das ist jetzt demokratisch und der demokratische Gemeinwohlkonvent beschließt jetzt, dass die SUVs von den Straßen weggehören und der gibt dir 25 Punkte, wenn du auf Werbung verzichtest. Was der beschließt, ist, glaube ich, nirgendwo so schon festgeschrieben. Aber ja, es gibt schon solche Gemeinwohlbilanzen. Ja, genau. Ja. Und das heißt, es gibt diese Gemeinwohlpunkte, die man dann sammelt, und es ist ja schon auch ein bisschen dran gedacht, die Unternehmen, die eine gute Gemeinwohlbilanz haben, ein bisschen zu diskriminieren vom Staat, dass sie keine Aufträge bekommen oder weniger Aufträge, dass sie vielleicht mit einer höheren Umsatzsteuer belegt werden. Das muss man schon auch einmal sagen. Und dann, weil es immer heißt, es wird alles demokratisch festgelegt. Mein Gott, wer sagt, dass es demokratisch festgelegt werden muss, dass jemand 100 Punkte bekommt, wenn er einen Firmenanteil verschenkt? Das ist ein Vorschlag. Ja. Aber ich glaube, wir haben jetzt verstanden, wie Sie die Gemeinwohlbilanz einschätzen. Es gibt jetzt noch eine Wortmeldung hier vorne, bitte. Gut, vielleicht eine Schlusskaskade. Dann in der Reihenfolge. Okay, danke. Mein Name ist Erich Erker, ich bin Bankangestellter und möchte noch einmal an die erste Stellungnahme aus dem Publikum zurückgehen. Und zwar geht es da um das Geld. Geld ist das Blut unserer Wirtschaft. Das Geldsystem ist sozusagen das Fundament für die Wirtschaft. Was sollten wir uns jetzt da genauer anschauen? Der Herr Felber hat argumentiert, dass der Zins zum Teil beiträgt zu einem Wachstumszwang in unserer Wirtschaft. Der Herr Hörl hat aus seiner Sicht das widerlegt. Ich möchte dem Herrn Felber Recht geben, und zwar aus folgendem Grund. Wie entsteht eigentlich Geld? Es gibt zwei Arten von Geld, Zentralbankgeld und Geschäftsbankengeld. Beide Arten entstehen durch Kreditvergabe. Bei der Kreditvergabe wird immer nur die Kreditsumme geschöpft, aber nicht das Geld, das notwendig ist, um die Kreditsumme auch mit Zinsen wieder zurückzuzahlen. Es gibt also eine ganze Reihe an Autoren, die behaupten, es fehlt ständig das Geld für die Zinsen in unserem modernen System. Die Kritiker sagen, das stimmt nicht, weil man kann eine bestimmte Menge an Geld, die läuft ja mehrmals um, und man kann mit relativ wenig Geld relativ viel Schulden zurückzahlen, weil das läuft ja um. So, das funktioniert aber in der Praxis nicht. Aus folgendem Grund. Der Großteil des Geldes ist Geschäftsbankengeld, Giralgeld. Wenn das zurückgezahlt wird, wird es vernichtet. Die sogenannte Geldvernichtung. Das kennen Geldtheoretiker und Volkswirte. Das heißt, ich kann mit einem Euro Geschäftsbankengeld nur einen Euro an Schulden bei Geschäftsbanken zurückzahlen, weil dann ist das Geld vernichtet. Es läuft also nicht um. Ähnliches gilt für das Zentralbankengeld. Das kommt nämlich nur über die Geschäftsbanken in Umlauf. Und wenn das eine Nichtbank, also ein Unternehmen oder ein Privatmann, zurückzahlt an die Bank, haben es die Nichtbanken nicht mehr zur Verfügung, um damit Schulden zurückzuzahlen. Ich bin also der Meinung, im Geldsystem herrscht tatsächlich ein Wachstumszwang und der trägt tatsächlich zu einem Wachstumszwang in der Wirtschaft bei. Das darf ich einen Ablaufvorschlag machen? Und nicht als Frage. Danke sehr. Also keine Frage dazu. Ein Ablaufvorschlag, weil es 10 vor 10 ist, dass wir die restlichen sozusagen alle hören und dann in einem Schlussstatement gemeinsam beantworten? Genau. Die restlichen alle werden wir, glaube ich, nicht schaffen. Ich würde eher vorschlagen, wir machen jetzt noch eine Frage hier vorne und verlagern den Rest der Diskussion dann ins Foyer, wo ja dann im Anschluss noch etwas zu trinken angeboten wird von der grünen Wirtschaft. Ich darf... Oh. Zu guter Letzt kam es mir abhanden. Ich glaube, Sie haben mich trotzdem halbwegs verstanden. Wir nehmen jetzt noch eine Frage und verlagern die Diskussion dann in den Außenbereich, weil es wirklich schon spät ist. Zwei wollen wir verhandeln? Zwei? Ja. Eine. Eine? Und dann nicht drei. Nein, wir bleiben bei der einen. Es ist schon 10 vor 10. Bitte. Ja. Ja, okay, schauen wir, wie lange die Beantwortung der Frage dauert. Ich fasse mich sehr kurz, okay? Ja. Mein Name ist Gisela Heindl. Ich danke den beiden für diesen spannenden Abend. Und ich möchte eigentlich an den Hörl einen Appell richten. Und zwar, wenn Sie sich das Aktiengesetz anschauen, Herr Hörl, da finden Sie drinnen so etwas wie eine Gemeinwohlklausel. Und
wenn wir diese Gemeinwohlklausel rückbinden an die österreichische Verfassung, an das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht zum Beispiel, das im Artikel 13 steht, dann wären wir gar nicht mehr ganz so weit weg von dem, was Christian Felber uns erklärt hat heute Abend. Und deshalb möchte ich Sie auffordern, ermuntern, dass Sie uns auch mal ein nettes Buch schreiben und nicht nur immer Kritik üben. Und Sie können sich dann gleich austoben und versuchen, Ihre wirtschaftlichen Kenntnisse mit juristischen zu verbinden. Das war jetzt in dem Sinn keine Frage. War keine Frage. Das heißt, wir können noch eine zweite dazu nehmen oder möchten Sie ja, darauf? Ich möchte ganz kurz sagen, trotzdem. Das ist das Gleiche wie man aus der Bayerischen. Ja. Wir haben dann ein Schlusswort. Wir sagen einen Halbsatz herausnimmt und das Gemeinwohl herausnimmt. Ich bin jetzt dagegen, dass Sie jetzt inhaltlich einsteigen. Wir kriegen unser Schlusswort. Es ging jetzt aber es geht noch zwei. Auf die Aufforderung ich, der da Dame sitzt aus dem ein 16-Jähriger, den würde ich sehr gerne hören. Ich würde noch gerne eine Frau hören und ich verzichte dafür auf mein Schlusswort, damit ein Jugendlicher und noch eine Frau zu Wort kommen können. Bitte. Ja. Also wir haben jetzt eine jugendliche Wortmeldung. Wo gäbe es noch eine von einer Frau? Hier. Können wir uns darauf einigen, dass wir die zwei nehmen und dann ohne Schlusswort, außer von mir, in die Pause gehen, also ins Foyer gehen? Gut, bitte. Danke. Hallo, mein Name ist Clemens Oellinger. Ich bin 17 Jahre alt und ich bin Schüler. Und ich habe mir das angeschaut und habe ein paar grundsätzliche Beobachtungen gemacht, die ich gerne erläutern würde. Nämlich erstens, dass mir einige Paradoxien aufgefallen sind. Nämlich erstens zum Beispiel, dass der Herr Hörl behauptet hat, in der Schule so etwas wie Gefühlskunde einzuführen wäre eine Indoktrinierung von Gemeinwohl-Ideologien. Aber nicht gesagt. Sie haben gesagt, nein, ich sage, wir sollten genau, nicht gemein, Sie haben wir gesagt, nicht führen, sondern wir sollten BWL einführen. Genau, das wäre eine Umerziehung. Aber es, aber, nein, überhaupt nicht. Aber haben die gesagt? Nein, Sie haben gesagt, das es würde eine Umerziehung so passieren. Mhm. Aber okay. Es ist ja genauso schlimm, keine Umerziehung passieren zu lassen, weil man Betriebswirtschaftskunde in die Gymnasien bringen will. Weil das ist ja, also das hat ja genauso wenig Rechtfertigung wie zu behaupten, dass man was anderes, also das was anderes eine Umerziehung oder eine Ideologisierung wäre. Außerdem ist es ja nicht so, als ob in der Schule nicht bereits Ideale gelehrt werden, weil es geht in der Schule um Leistung und das wird einem beigebracht und wenn man besonders viel Leistung erbringt, bekommt man besonders viel Aufmerksamkeit, das kann ich bestätigen, ich habe lauter Einser. Bravo! Außerdem, und ich bin nicht dort, außerdem ist mir ein sehr großes Paradoxon aufgefallen, nämlich, dass Sie, wenn Sie von Freiheit reden, dass Sie dann überall Beschränkungen sehen, außer bei dem einen großen Ideal, nämlich bei der Eigentumsfreiheit, da sehen Sie Beschränkungen als völlig ungerechtfertigt. Und weil Sie ja gesagt haben, dass vor 300 Jahren eine so große Umerziehung stattgefunden hat, das ist unrichtig. Vor 300 Jahren hat eine Aufklärung stattgefunden und die Menschen haben sich erlaubt, sich ihrer eigenen Vernunft zu bedienen. Und dann haben Sie danach behauptet, es ist undemokratisch, die Menschen abstimmen zu lassen. Oder Sie haben behauptet, es ist undemokratisch, Werte abstimmen zu lassen, ob Werte eine Berechtigung haben, eingebracht zu werden. Also Sie haben behauptet, dass Sie entscheiden können, was demokratisch ist und was nicht demokratisch ist. Und meine Meinung ist, dass das nur der demokratische Souverän entscheiden kann, was demokratisch ist und was nicht demokratisch ist. Das sehe ich genauso. Gott sei Dank. Bravo. Und, ja genau, und was eben Freiheit betrifft, Benedikt Spinoza hat gesagt, Freiheit ist immer zwingend durch Zwänge definiert, also durch Regeln und durch Grenzen, sonst ist es keine Freiheit, sonst ist es ein Absolutismus, wie zum Beispiel, wenn man sagt, der Stärkere hat immer Recht, und das ist das, was Sie beim Eigentum postulieren, aber bei nichts anderem, und das ist nicht ausgeglichen, und das verstehe ich nicht, woher da der logische Schluss kommt. Das hätte ich gerne erklärt. Die Freiheit. Ich habe das jetzt nicht so verstanden, muss ich ehrlich sagen. Ich, bei der Demokratie die letzte Schlussfrage völlig, noch und dann erst. Völlig d'accord. Es gibt, machen wir es hintereinander. Ich hätte noch eine Frage dazu. Ja, ja. Nein, ich würde jetzt schon um eine Reaktion kurz darauf bitten. Ja. Das war eine Frage. Und dann. Ich denke liberal, das heißt, jeder darf sich soll sich so verwirklichen, was seinen Idealen, was seinen persönlichen Gefühlen, Zielen entspricht.
wenn das so ist, dass er halt sehr, sehr viel arbeitet und sehr, sehr viel Vermögen erschafft, was er niemand weggenommen hat, sondern weil er halt viel erarbeitet hat, dann soll er halt viel besitzen. Ein bekannter Fliesenmeister im Westen von Salzburg, der hat halt ein Haus gebaut und hat halt 60, 80 Stunden gearbeitet, jahrzehntelang, hat seine Familie vernachlässigt, was auch nicht gut ist. Hat 5 Milliarden jetzt besitzt damit er halt ein großes Haus und jetzt hat er viel, aber wo ist das Problem? Ich freue mich, dass er... Ja? Ich sehe es genauso. Aber das zentrale Problem ist, es gibt Menschen, die sehr, sehr viel tun und nichts dafür bekommen. Haben Sie ein Beispiel, wie wir es konkret machen? Gut, nein, das führt uns jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit. Ich glaube, wir haben... Sonst reden wir ja herum. Ja. Nein, es ging, glaube ich, um den, okay, um die Freiheit und wie weit sie gehen kann. Okay. Ja. Aber ich glaube, das bringt jetzt wenig, das noch sehr viel weiter zu vertiefen. Darf ich meine Frage stellen, ohne aufzustehen, weil dann fühle ich mich sicherer? Nämlich es ist so, an den Herrn Hörl, ich hatte eine Frage, nämlich die Gemeinwohlökonomie ist ja eben basiert auch auf dem Bewusstsein, dass Beziehungen dann funktionieren, wenn Kooperation da ist und empathische Qualitäten. Und meine Frage ist, also Sie haben gesagt, ja, in der Wirtschaftswelt schaut es anders aus, da ist eine andere Realität. Und ich möchte Sie fragen, was ist der Unterschied? Also für mich ist Wirtschaft oder Pädagogik oder Medizin, für mich ist überall, für mich ist es das gleiche Muster, da geht es immer um Beziehungen. Und für mich ist die Frage, was in der Wirtschaft, da wo gehandelt wird, wieso gelten da nicht die gleichen Prinzipien wie in der Pädagogik oder in anderen Lebensbereichen? Weil sich das in der Geschichte der Menschheit als nicht so effizient herauskristallisiert hat. Wer sagt das? Die Geschichte, aber ich sage immer, wenn Sie, ich sage, es wird einen Sektor geben von Unternehmern, die nicht zu ehrgeizig sind, die mit dem, was sie verdienen, zufrieden sind, gemeinwohlorientierte Unternehmer, die wir das geben, das ist auch völlig in Ordnung, ich habe damit überhaupt kein Problem. Aber es gibt auch die Unternehmer, die sagen, mir ist mein persönliches Freizeitvergnügen nicht so wichtig, ich arbeite sehr ehrgeizig, Tag und Nacht, ich möchte viel Geld verdienen, ich möchte, mein Traumhaus ist, ich möchte ein Ferienhaus in Kärnten haben oder ich möchte ein schönes Auto haben. Und für diesen Herrn gelten halt diese Sachen nicht. Das heißt, der Ehrgeizige ist seiner Frau gegenüber, entwickelt er andere Gefühle, als er es in seiner Arbeit tut. Da hat er ganz materielle, ehrgeizige Motive. Und das hat sich halt in der Geschichte als sehr produktiv erwiesen, was die Produktion von vielen und von guten Gütern betrifft. Wenn es Unternehmer gibt, die das freiwillig nicht tun, ist es völlig in Ordnung. Es sagt ja überhaupt keiner was. Es ist ja das Schöne ist ja eine gemischte Wirtschaft, in der jeder sich einbringen kann, nachdem was er macht und wie er gestrickt ist, was seine persönliche Beziehung oder Geschichte betrifft. Es soll niemand schlechter gestellt werden, aber ich muss auch akzeptieren, dass wir Konzerne haben, dass wir große Konzernstrukturen brauchen, denn sie können einen VW Golf nur dann um 15.000 Euro produzieren, wenn sie 300 Milliarden Kapital haben. Und die 300 Milliarden Frage ist Bank beantwortet, die Gemeinwohlbank nicht. Ja, ja. Nein, ich wollte eigentlich auf was Bestimmtes hinaus, ob nach der Philosophie, die Sie jetzt beschrieben haben, der Aspekt der Nachhaltigkeit bedacht ist, ob in diesem Aspekt, wie lange hält diese Wirtschaft, wie lange werden diese Kooperationen halten? Die Wirtschaft, wie wir sie haben, wird noch hunderte Jahre erhalten. Das Wirtschaftswachstum wird ein anderes sein. Wir werden halt weniger Steinkohle verbrauchen. Mhm. Wir werden das Eisen ersetzt haben durch Aluminium ersetzt haben durch Carbon. Mhm. Und wie kann man ökologische Nachhaltigkeit in dem Aspekt noch mehr stärken? Weil es ist ja klar, offensichtlich, dass die Natur die ganze Zeit zerstört wird. Sie können wie kann man das mehr einbringen? Ja, Sie können im bestehenden demokratischen System die Ökologie einbringen, indem sie die Grüne Partei wählen und die ihnen gewisse Sachen sagt, die sie umsetzen. Ist das jetzt zynisch? Ist das zynisch? Danke. Gut. Verstehen Sie? Das war jetzt. Ist ihnen unbenommen und es ist auch effizient, wenn ihnen das wichtig ist. Gut. Das waren jetzt zwei Fragen an den Herrn Hörl. Ein Satz, Herr Felber, zum Schluss. Danke fürs Durchhalten und wenn morgen wieder Energie in Ihnen aufkeimt, dann schauen Sie sich die unzähligen Möglichkeiten des kreativen und mitverantwortlichen Mitmachens an und Sie sind alle herzlich eingeladen, mit den unterschiedlichsten Rollen mitzukommen. Danke. Ich hoffe, der Abend war für Sie
so brisant, wie er in der Einladung versprochen wurde, oder zumindest so informativ, dass Sie sich ein differenziertes Bild von der Gemeinwohlökonomie machen konnten und von den Meinungen und Argumenten der beiden Herren. Was Sie nun selbst insgesamt davon halten, bleibt zum Glück immer noch Ihnen überlassen. Ich danke den Gesprächspartnern für ihr Kommen und für ihre ziemlich zivilisierte Form der Auseinandersetzung. Ich danke der Grünen Wirtschaft für die Organisation dieser Veranstaltung. Und Josef Scheinast hat zum Abschied noch ein paar Worte. Die Hauptdanksagung in diesem Raum gilt immer den Unternehmen, die mit ihren Zwangsbeiträgen die Wirtschaftskammer und auch unseren heutigen Abend finanzieren. Das ist auch eindeutig. Ich danke fürs Ausharren. Ich danke der Grünen Bildungswerkstatt für die Beteiligung. Ich danke der Wirtschaftskammer für diesen schönen Raum. Ich danke Ihnen für das zahlreiche Kommen. Und denjenigen, die draußen schon das Buffet halbiert haben, danke ich dafür, dass nicht allzu viel übrig bleibt. Und darf Sie noch sehr herzlich auf ein Glas Wein oder einen Soft oder sowas einladen. Danke, wiederhören.